So, guten Abend oder guten Tag oder das kann man sich ja anhören, wann man will. Keine Ahnung, was für eine Zeit gerade bei euch ist, aber ich hoffe eine gute Zeit. Und deswegen sage ich herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Darum geht's doch auch. Wir wollen ja auch den Leuten so ein bisschen unsere Power mitgeben, oder? Ja. Es geht schon auch darum, unsere gute Energie auf die Leute zu kanalisieren oder wie wir Geistheiler sagen, channeln. Ja. Damit man auch was davon hat. Man darf ruhig mit dem Anspruch an Baywatch Berlin herantreten, im übertragenen Sinne. Also mit dem Wunsch, den man uns gegenüber stumm formuliert, weil wir können euch ja nicht hören. Noch nicht. Macht mir gute Laune, ja. Gibt uns als ZuhörerInnen etwas ab von eurem Flow. Und das machen wir natürlich gerne. Weil wir auch dafür einen Fachmann in der Dreier-Kombi haben, das ist Schmitty. Ja, hier. Genau. Gute Laune ist Fachmann. Genau. Er vor guter Laune platzt ihm bald der Kragen. Ich schwöre, ich habe letzte Woche schon erzählt, es wird den neuen Schmidt geben und auch diesmal werde ich mich nicht aufregen. Ich möchte euch nur von einer kleinen Begebenheit, die sich jetzt schon auf dem Weg ins Büro. Was Ärgerliches? Ja, was Ärgerliches. Oh, also, dann nicht, raus damit, das muss alles weg, bevor es richtig losgeht. Ja, aber ich werde, also wie gesagt, ich habe mich da nicht wirklich aufgeregt. Aber es gibt hier Leute im Büro, Arne Kreuzfeld. Ja, die haben sich bemüßigt gefühlt, hier beim ersten Kaffee, während ich so den ersten Schluck nehme, mir ihre Kritik der zurzeit besten Serie Succession aufzudrücken. Wie bitte? Oh, daran sich zu, da, zu. Was hat er da für eine Kritik? Ist ihm zu langweilig oder ist er zu dumm dafür? Oder? Also pass auf, Key Facts. Eindimensionale Charaktere. Warte, Schmitty, während du das sagst, können wir da drunter die Succession-Musik haben. Ja. Damit es einfach auch diese Qualität direkt bekommt. Ja, damit du auch an für sich reicht die ja schon, um zu sagen, es ist die beste Serie, die es aktuell gibt. So, eindimensionale Charaktere, dann meinte er, da ist niemand sexy, die stellen sich alle super dumm dran und das ist der Klassiker von allen Vollidioten. Wirklich, er erkennt Vollidioten daran, dass sie sagen, da ist keine Figur, mit der ich mich identifizieren kann. Na, ich hoffe doch bei der Familie. Also, das ist wirklich sehr, also wer bei der Familie, wer Succession kennt, weiß, was man mit dieser Einlassung vielleicht sagen möchte, dass wenn man sich jetzt mit einem Mitglied dieser Familie identifizieren kann, ist das nicht unbedingt das Beste, was man über sich selber sagen kann. Schmitty, fass kurz den Plot zusammen. Naja, es ist ein Medienmogul. So, ich sag mal, Murdoch, ne? Wie heißt er? Rupert Murdoch Fox ist, glaube ich, so die, genau, der Fox News-Chef und weltweite ist die Inspiration, ist die Inspiration genau. Und der hat eine ganz verkommene Sippschaft an Töchtern und Söhnen. Und die spekulieren darauf, dass der Alte bald den Löffel abgibt und sie dann dieses Medienimperium erben können. Jeder für sich. Und das ist Dynamit. So, und die sind alle wirklich degenerierte. Also fällt schwer, sich mit ihnen zu identifizieren, was einen nicht abhalten sollte, die Serie zu gucken. Das Spannende an der Serie ist aber, dass eigentlich von Folge zu Folge die Sympathie wechselt. Also man identifiziert sich durchaus mit Teilen dieser Kinder, aber schon in der nächsten Folge hasst man den abgrundtief. Aber und es wandert weiter zum nächsten. Da habe ich nämlich auch gedacht, ne, wie interessant es ist, dass der Mensch, glaube ich, auch bei sowas immer wirklich händeringend nach jemand sucht, mit dem er sich identifizieren aber kann, der ihm irgendwie Halt gibt. Aber eine gute Serie zeichnet sich ja auch aus damit, dass man so mit seiner, also vielleicht auch manchmal moralisch auf die falsche Fährte gelockt wird, die Mutter aller Serien bei Sopranos, genau das passiert, dass man Tony Soprano natürlich als die Hauptfigur akzeptiert, irgendwie ist er ein väterlicher Typ und hat eben all diese Seiten. Und da geht's wieder zurück auf diese philosophische alte Feststellung zu sagen, niemand ist einfach nur böse und man kommt eben schwer damit zurecht. Dann Facetten an jemandem zu entdecken, die man grundsätzlich ablehnt, aber eben auch ganz viel Empathie, die man selber vielleicht drauf hat oder so, auf ihn anzuwenden, auch wenn er sie eigentlich gar nicht verdient hat mit dem, was er faktisch getan hat und so. Das ist, finde ich, aber interessant, dass es was mit einem selber macht, dass man so über sich nachdenkt, während man eigentlich irgendwas zuguckt. Und Schmitty, würdest du dir wünschen, als leidenschaftlicher Seriengucker, dass man so ein Gespräch bei dir auch vorher anmeldet, dass man da auch achtsam deinen Empfindungen gegenüber ist und sagt, Schmitty, Mensch, du hast ja noch gar nicht deinen Kaffee drin, darf ich dich denn mit dem Thema Serien schon ansprechen? Du hast mir gestern so einen Link geschickt, dass so die leuchtende Handy-Zukunft darin besteht, dass... Wollte ich ja auch mitbringen, das Thema. Ja, jemand gut, dass hat, du es aufbringst. Ja. Jemand hat vorgeschlagen, also irgendwie so ein... Nein, es ist ein... Nein, ist es nicht. Ah, könnte. Es könnte. Okay. Es ist eine Vision aktuell noch, dass in dem neuen Betriebssystem von Apple Was ist das, Apple? Ja, das ist so, das erkläre ich dir mal.
dass da implementiert wird, dass man vorab melden kann, wie bei einer E-Mail, ein Betreff eingibt, ich möchte mit dir telefonieren und darum wird's gehen. Ja. Und das fordere ich für den kompletten Alltag im Büro. Dass wenn man da hinkommt, da kommt einer angeschlunzt da um die Ecke und hat gerade Succession geguckt. Ja, dass Thema er das Succession, Betreff, Gespräch. Succession, nicht identifizieren, wen, Moment, eindimensionale warte, Charaktere. Ist es dann, ja, aber warte mal, dann klingelt. Ich möchte dieses Gespräch nicht annehmen. Also die Firma Apple stellt offenbar Telefone her. Das heißt also, dann klingelt das Telefon und dann steht statt des Anrufers steht dann schon, was er will. Genau. Also es ist ja, weil man könnte ja einfach eine SMS schreiben, ich rufe in einer Minute an, es geht um bla bla bla. Das du kannst gar nicht bestimmen, dass gar niemand durchkommt zu dir, wenn er im Betreff nicht schreibt, was er will. Aber du und wenn der lügt. Nein, Moment mal, ihr seht das schon wieder viel zu menschenfeindlich. Ich möchte es nochmal in die Realität übertragen, weil was ja gut ist, das Telefon kommt aus einer Zeit, in der es nicht 20 weitere Kommunikationsmöglichkeiten war. Man kann ja jemanden bei LinkedIn auf den Pisser gehen, man kann bei Instagram schreiben, man kann bei WhatsApp, man kann bei Telegram, bei Stream, auch ein weißer Teufel, ne? Und in dieser Zeit hat ein Telefonanruf eine fast unangenehme Zudringlichkeit. Zum Beispiel ist es auch noch von früher so, dass wenn man Leute anruft, weil wir das von früher so kennen, als es nur das Telefon gab, da geht man ran. Und wenn man nicht dran gegangen ist, entschuldigt man sich auch, dass man nicht dran gegangen ist. Und das muss aus meiner Sicht auch neu gedacht werden. Ja, das denkst du schon länger neu. Nee, das versuche ich auch. Du gehst mir nie ans Telefon. Du bist nämlich einer von denen, die nie ans Telefon gehen. Hin und wieder gehe ich auch mal nicht ran. Und ich möchte mich aus der Schuldschlinge lösen, dass man nicht automatisch, nur weil ein jemand anderes beschließt, sprechen zu wollen, dann dran zu gehen hat. Das ist Unsinn. Man kann dann zurückrufen, wenn man möchte. Und deswegen umso besser, wenn schon da draufsteht, was derjenige will. Will mit dir schimpfen wegen Sendung gestern. Dann sag ich, nee, verpiss dich, geh ich nicht ran. Aber pass auf. Nein, aber wenn ich jetzt abends um 9:30 nicht anrufe und ich weiß, du sitzt schon in der Unterhose da und hast deinen Paderborner am Anschlag. Im Hals. Und irgendwie, dann lasse ich dich natürlich auch. Übrigens, Paderborner ist ein Bier. Ja. Muss man wissen dazu. So, das ist ein Bier, das schmeckt dem Jakob gut. Und das gut, stimmt gar nicht, wir sind nie getrunken. Das sind auch nicht die besten Anrufe, die man dann... Hör auf, an mir Werbung zu verüben. Ich kenne das mir gar nicht. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Das ist günstig und lecker. Ja. Also. Und ich möchte aber nicht zugeschickt bekommen, bitte. Liebe Paderborner Brauerei, behaltet's. So, dann weiß ich ja um 9:30. Völlig kafkaeskes Gespräch. Ja, worum geht's hier? Um 9:30 weiß ich, ich rufe den nicht mehr an, weil es ja deine private Zeit, ja? Dankeschön. Aber wenn ich ab 9:30 sogar schon. Das ist aber auch lieb, ne? Hast du Spendierhosen an, ne? Beispiel. Zugriff so. Endet ab 9:30. Ich erwarte das dann nicht mehr, okay? Das ist lieb, ja. Wenn ich 18 Uhr steht im Arbeitsvertrag, aber go on. Da ist ja vielleicht was Privates und dass du da nicht rangehst, kann ich da einfach nur privat persönlich nehmen. Aber ich kann es dir vom Arbeitsgericht nicht mehr um die Ohren hauen. Aber wenn ich jetzt nachmittags um 3 in dein Büro reinkomme und ich weiß, du hast sogar schon Mittag gegessen und hast vermutlich auch schon 5 Kaffee getrunken und jetzt ist auch mal langsam gut mit so privaten Randerscheinungen, mit so Roadside Attractions am eigentlichen Arbeitstag. Ja. Und ich komme dann rein in dein Büro, da ist nichts, was du gerade machst, du redest mit niemandem, telefonierst nicht so und ich habe eine Frage, dann sagst du ja auch nicht zu mir, ich bin nicht bereit für das Gespräch, komm vielleicht in einer halben Stunde oder ich komme vielleicht in 2 Stunden zu dir. Hier siehst du, dass bei Klaas etwas dysfunktional ist, weil jeder normale Mensch würde gar nicht mit dem Anspruch auf den anderen Menschen in einem Büro treten, er würde fragen, passt es dir gerade? Weil es könnte ja sein, dass bei mir ein Vorgang höfliche ist, Frage. Dass bei mir ein Vorgang ist, den er nur nicht durchschaut. Vielleicht schreibe ich gerade eine E-Mail, weil ich bin nicht gerade in Gedanken und tippe gerade und formuliere gerade. Und würde doch eigentlich ankommen und sagen, passt es dir gerade? Und dann würde ich sagen, ja, hereinspazieren. Du kannst ja rangehen und sagen, ich tippe gerade eine E-Mail, ich rufe dich in einer halben Stunde zurück. Nicht. Das ist ja was ganz anderes. Muss ich gar nicht. Doch, um die Uhrzeit schon. Du kannst nicht einfach sagen, ich schließe mein Büro ab und es kommt keiner mehr rein, weil doch, das ist nämlich, sagen. Das ist kann die Entsprechung zu nicht ans Telefon kann gehen. Man sagen. Schmidt, ich schließe mein Büro ab und mein Kollege, der kriegt nicht mehr erzählt, warum ich mit ihm nicht reden will. Das geht nicht, wenn man miteinander redet. Du kannst sagen, ich rede mit einer E-Mail, passt in 10 Minuten. Du musst dieses Problem, was ich habe, musst du mit mir organisieren. Das ist Teil deiner Verpflichtung, mir in der Organisation der Lösung des Problems zu helfen. Du kannst nicht einfach sagen, ich stelle hier einen Schrank vor die Tür und dann tippe ich eine wichtige E-Mail, weil ich das gerade wichtiger finde. Das ist genauso unsozial wie das, was du mir vorwirfst. Das ist aber jetzt wirklich interessant. Du weißt, ne, traditionell, ich nehme Jakob nicht gerne in Schutz. Aber in dem Fall
alles, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, mit großem Eifer, sag auch wieder nur, wenn ich ein Problem habe, dann muss die Welt stillstehen. Nee, es geht nicht nur mit. Dann komme ich ins Büro geschneit und dann hast du deine Melzer weg. Nein, ich hätte auch gerne, dass er anderen Leuten manchmal was beantwortet. Es geht nicht immer nur um mich. Das macht er doch dann in dem Moment. Ja, irgendwem, dem ihm gerade passt. Also wahrscheinlich sein irgendeiner, der ihm da was liefert zu Hause. Was? Dann guckt er wieder auf sein Handy und sagt, guck, jetzt ist der Postmann da. Guck mal hier, kann ich hier sehen. Das ist ein anderes Thema. Ja, klar. Ja. Aber das geht ja auch oft darum, dass du andere Themen da reinmengst. Ich will ja auch gar nicht dir über die Schulter gucken und immer schauen, was macht er gerade. Aber es gibt aber auch oft, sagen wir mal, Vorgänge, die ich beschleunigt wissen würde gerne. Ist jetzt kein Thema, wo ich jetzt irgendwie so ein sogenanntes Fass aufmachen würde. Aber wenn dieses Fass mir praktisch vor die Nase gerollt wird, dann fange ich was damit an. Schmitty, und dann probiere ich es aufzumachen. Wie ist es bei deinem Büro, wenn Klaas da reinstolziert? Stolziere ich? Nee, ich glaube, es ist wirklich bei Jakob und so ist es noch mal ein bisschen schlimmer. Aber mit mir arbeiten muss. Ja, ich weiß, was gemeint ist, dass man irgendwie, und das ist ja gar nicht böse, wir lieben dich doch, wirklich, ja, wir lieben dich doch. Es geht doch gar nicht um mich, wir reden über einen Vorgang zwischen Leuten, nicht ich und du. Aber du siehst ja nur durch deinen Filter. Mhm. Ja, was soll ich denn sonst machen? Und deswegen ist es nicht zu verallgemeinern. Nein. Ich probiere ja bereits zu verallgemeinern und das ist mir zuzutrauen. Vielleicht, Jakob, musst du die HörerInnen nochmal an die Hand nehmen. Also jetzt nochmal ganz plastisch, damit die nicht verwirrt sind. Was monierst du gerade? Also ich moniere, dass man nicht einfach in ein Büro reingeht und dann erwarten kann, dass einem sofortiges Gehör, ich rede zu Ende, sofortiges Gehör geschenkt wird. Genauso wie man nicht erwarten kann, weil man jemand anruft, dass man ein sofortiges Anrecht auf dessen Zeit und Aufmerksamkeit hat. Als ich heute reingekommen bin in deinem Büro und du saßt da mit Katha, was habe ich gemacht? Nee, da hast du ganz nett gesagt, hast du gesagt, störe ich gerade und so. Das gibt es auch. Das gibt es auch. Das ist immer so. Ich erwarte, dass du mir dann sagst, ja, jetzt störst du gerade, geh wieder raus. Würde ich dann trotzdem sagen, aha, ich bleibe aber hier? Nee, würdest du nicht sagen. Genau. Und das erwarte ich von dir am Telefon. Nee, ist sicher nicht. Nicht rangehen zu einer gewissen Zeit, wenn du gar nicht wissen kannst, was ich will, vielleicht ist nämlich super dringend. Und dann muss man praktisch, um zu verdeutlichen, dass es gerade wichtig ist, muss man dreimal hintereinander anrufen wie so ein Arschloch. Ja, damit er weiß, oh, es scheint wohl wichtig zu sein. Sondern man kann doch einfach rangehen und sagen, du, ich kann gerade nicht, aber ich rufe dich dann und dann zurück, wenn ich kann. Das erwarte ich von dir nicht um 20 Uhr zur Tagesschau, wo du gerne vom Fernseher sitzt. Auf Computer. wenn du wieder deine Ballerspiele spielst. Dann lass ich dich doch auch in Ruhe, wenn du Call of Duty spielst. Ja. Da muss ich drüber nachdenken, bin da nicht überzeugt. Ich weiß nicht, ob das modern ist. Ja, also was schon auch stimmt, muss man jetzt von Glasseite, du bist auch schon so ein Schlawiner, ne? Du schlängelst dich so durch den Arbeitsalltag so. Und manchmal ist dir was zuwider, da ist Espresso halt schon geiler, als da dich mit dem Problem zu beschäftigen. Genau, Frau Kalvers. Und jetzt bitte helfen Sie auch mal mir. Das bringt ja in dieser Konstellation gar nichts, wenn Sie sich nur auf eine Seite schlagen. Ja. Objektiv bleiben ist das. Jetzt könnt ihr mir noch eine reinhauen, dann können wir zum nächsten Thema. Ich will dir gar keine reinhauen, weil du hättest ja am liebsten, wenn praktisch Telefon verboten wird. Also ich will, lass uns da bitte jetzt nochmal ordentlich. Jakob, mir kam eine Idee. Wenn Leute dich nerven, so vom Espresso trinken oder auf der Arbeit. Mich nervt auch die Arbeit grundsätzlich. Ja. Vielleicht ist auch eine Möglichkeit, wenn die so eine Art. Alltag. Vielleicht kann man sowas erfinden. Hier Apple, Samsung, ne? Ein kleiner Hint. So, dass man so Probleme im Arbeitsalltag. Muss man in einen Podcast einsprechen. Und dann hörst du es dir an, wann du willst. Dann bist du vielleicht schon im Fitnessstudio und dann hörst du dir mal an, was Rauli zu meckern hat. Ja. Ach, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, ja. So Instant-Podcasts. Das ist ja eine Sprachnachricht. Ja, ist eine Sprachnachricht. Auch die größte Belästigung, die es gibt. Aber das hasse ich auch. Beisenherz, ich gucke auf dich. Ja. Ach, gucke. Ach so, nee, aber die Beisenherz-Nachrichten, die sind eigentlich immer nett. Da ist kein Dynamit versteckt. Und man muss es gibt immer so Sprachnachrichten, da kommt dann nach 7 Minuten, kommt die eine wichtige Minute, auf die sich dann der Absender auch bezieht. Aber die hat man vielleicht schon nicht mehr gehört, weil man nach Minute 3 schon ausgeschrieben hat. Man muss bei Sprachnachrichten auch so eine Etikette bewahren, denken die Leute. Also bevor sie zu dem Punkt kommen, was sie eigentlich wollen, müssen sie erstmal sagen, hey, hallo, also ich hoffe, dir geht's gut, wir haben ja länger nicht mehr gehört, lass mal bei Zeiten nochmal schnacken, was ich dir sagen wollte und du hörst dir den Kack da an. Ja, das für alle, die mich kennen, also die in der Lage sind, mir Sprachnachrichten zu schicken, bitte auf den Punkt kommen. Ja. Sofort, wie bei Wer wird Millionär eigentlich. Man hat nur 3 Sekunden, das ist immer daran denken, ne? Nicht nur Hallo Herr Jauch und so. Ne? Immer sagen, Antwort C. Ja. Oh, und dann kommt so ein Zonkgeräusch, wenn man über die 30 Sekunden ist. Und dann meinst du leider nicht. Ja, das gibt es ja leider nicht bei Sprachnachrichten. Ja, das sollte man erfinden. Genau, aber bei Mickey habe ich ein bisschen Nachsicht, der sitzt da irgendwo in Südafrika, hat Angst vorm Leoparden. Da, ja. Und
ja, muss da Paviane. Ja, ist ein Blast from the past für ihn, ne? Muss ja. man eigentlich schon sagen, ne? Dass er da immer noch sitzt ja. und da irgendwie mit seinen Freunden, ne? Also er hat ja auch der andere Autor des Jens Oliver Haas, auch ein toller Autor und so, und die verstehen sich gut und sitzen da irgendwo in der Lodge, und ich glaube schon, also jetzt, wenn ich so ein bisschen, ich weiß das alles nicht, das habe ich mir alles selber ausgedacht, aber vielleicht stimmt's ja, dass er das eigentlich total schön findet, dass er mal wegkommt, ne? Dass er da, ist ja auch schön, Südafrika. Ja, genau. Wenn man also nicht da in diesem, bei der Truppe Hürth, dabei ist. In Hürth. Ja, und aber dass er natürlich das noch so ein bisschen aus alter Gefälligkeit. Nee, das glaube ich ja. Ich glaube, ihm macht das Freude. Es macht ihm dort, Freude, weil das keine richtige, schwere Arbeit genau, ist. Genau, es gibt ja, dort genau. Kaffee. Ja. Man kann da so im Pool hängen. Man kann so ein paar Witze da ja. machen, die man sowieso Witzchen, gerne macht. Witzchen. Ein paar Witzchen, die dann ja. die Moderatoren sagen. Ja. Man kann sich da angucken, wie da die Gestörten sich da streiten. Ja. Und dann kann man aufschreiben, was daran witzig war. Es ist ja jetzt nicht so eine doll schwere Arbeit, oder? Dafür, ja. dass man dafür gutes Essen bekommt, ja. in einer, kann man ja aus der Bild sagen, Luxus-Lodge, ja. sitzt der ja auch, ne? Ja. Der sitzt auch in der Luxus, also der Leopard, okay, vor dem muss man sich in Acht nehmen, macht man feierabends. Aber ansonsten, jetzt, wenn dein einziges Problem in deinem Leben ist, ein Leopard, der da irgendwo ist, dann hat man nicht so viele Probleme. Ja, ihm geht's gut. Guckt ihr Dschungelcamp? Na, ich habe währenddessen mich so geärgert, dass ich das weiß, Thema hier so. Weiß. Nein, gucke ich nicht. Ich habe es nicht geguckt. Ich kann dich beruhigen. Ich gucke es auch nicht. Aber, ja. Und ist das der neue Schmidt? Nee, pass auf. Ich habe ein paar Erkenntnisse und dafür werde ich kein Geld zahlen, weil es spielt in die Karten. Ich habe überhaupt nicht, ich werde jetzt hier nicht den Kritiker des Dschungelcamps machen oder das ist ja jetzt irgendwie, früher war es besser oder sonstiges. Kannst du, wenn du geschickt formulierst, kriegst du sogar Geld zurück. Echt? Ja. Okay. Nee, alles Quatsch. Und ich habe auch die erste Folge angefangen. Und ich weiß, ich rätsel seitdem rum, warum es mich zu 0% abholt, weil ich glaube, auf dem Papier ist alles drin, was man irgendwie daran gut findet oder nicht. Es sind so, ne, die Konflikte sind albern, da fällt der Zahn aus, dann ist hier ein Gestörter, sie haben die üblichen Streits. Aber ich glaube, das ist es halt irgendwie so. Man hat alles schon gesehen, jede Verwicklung. Alles schon gehabt. Es ist keine Sensation mehr. Nee, und ich merke so, das ist das Interessante, wenn du bei so einer Sendung, ne, nicht komplett dabei bist, eintauchst und sagst, ja, ich gucke das, komme was wolle, auch wenn meine halbe Stunde langweilig ist, ich bleib sogar in der Werbung dran, dann bist du raus, und sobald du da ein Stück raus bist, interessiert sich gar nicht mehr. Und ich seppe im Moment immer in die Stunde danach. Das ist so eine, also Katastrophensendung, die dann, danach, die dann kommen, da ist alles ganz bunt, und Olivia Jones und so ein paar ehemalige Insassen erzählen dann, wie die sich alle verhalten haben. Ne? Und dann reden die da über den Torben und die Sigrid und die. Und wenn du nicht drin bist, sind das wirklich völlig nichtssagende Namen. Es ist Anne Will für RTL-Zuschauer. Ja. Und dann denkst du dir, es ist so dumm, es ist so blöd. Ich kann aber beide Seiten verstehen. Ich kann jemanden verstehen, der sagt, wie kann man nur? Also da wird eine Stunde drüber diskutiert nach der Sendung, wie sich diese Promis da irgendwie das Essen geteilt haben und da in Streit geraten sind. Da wird da gemacht, als wäre man bei Anne Will in Bund. Anne Will mit Fascinator. Ja, und wenn du nicht drin bist, wenn du nicht im Thema bist und dann genauso leidenschaftlich da mitdiskutierst, wirkt es wirklich wie das Dümmste, was jemals gesendet wurde. Es ist wirklich grandios. Ja, da kann man ja erstmal nichts dagegen haben, aber ich verstehe schon das Gefühl, dass wenn man so einen Schritt raus, ich kenne das noch von Viva. Ja. Früher dachte ich immer, das Wichtigste auf der ganzen Welt sind die deutschen Top 20. Wirklich, ich wusste immer, wer ist auf der 4, wer ist auf der 2, wer ist neu eingestiegen auf die 8 und wer ist schon seit 12 Wochen auf der 14 oder so. Ich wusste alles, ich war voll da drin. Ich wusste auch mal, wie viele, in Klammern ausgedachte, TRL-Votes der ein oder andere Künstler hat. Es gab immer so Votes, so völlig, völlig kurios ausgedachte Votes. Also denke ich mal, ich habe keine Beweise, aber ich glaube, dass irgendein Redakteur sich da irgendeine Zahl ermogelt hat und dann gesagt hat, hier, Bushido ist auf 1 und was weiß ich, da irgendein anderer, der da zu der Zeit was zu melden hatte, ist dann auf der 3 oder so. Ja. Aber da müssen wir mal Joko fragen, der hat das ja moderiert. Und dann bist du halt da raus aus diesem ganzen Universum, also Musikfernsehen oder junges Unterhaltungsfernsehen und vor allen Dingen halt diese Charts, die dann irgendwie so das Ganze zusammengehalten haben als vermeintlich wichtige Größe, die man ja täglich wöchentlich aktualisieren kann und so. Es war ja eigentlich immer nur so ein Grund, dass man eine Sendung sendet und dann auch Musik spielt, um zu sagen, wie sind sie denn jetzt wieder organisiert, ne?
und du bist da zwei Tage nicht mehr und natürlich ist das alles dir völlig egal. Es ist egal. Irgendeiner singt irgendwas. Das ist keine Absage an das Format, das ist keine Absage an das Genre. Ich werde auch wieder einsteigen bei Gelegenheit, weil es wird wieder die Zeit kommen. Ich kann aber verstehen, was dein Problem damit ist, weil du warst früher auch ein großer Fan. Ja, ja. So, und da auf einmal hast du dich hier aufgespielt, ne? Wie man so blöd sein kann. Ne? Ja. Das übersehe ich jetzt mal, aber wieso? Ich verstehe, dass wenn du nicht mehr drin bist, weil du vielleicht irgendwie die ersten 5 Folgen nicht gesehen hast und so, da kommt man nicht rein, denkt man wirklich, was ist hier denn los? Warum sollte man sich angucken? Ich bin immer noch der Meinung, dass ich, dass es jetzt nicht einfach so ist, dass ich da schlau war und in deinen Augen, ne, und dann irgendwann so mir gefallen habe, indem ich spiele mich auf darüber, sondern ich habe erkannt, dass es scheiße ist. Es ist da nicht scheiße. Nee, es ist für mich ist es so, wenn man jeden Morgen 3 Schokocroissants isst, ne? Mhm. Das ist einmal mega geil, zweiten Tag auch noch okay so, ne? Aber dann schmeckt schon das zweite nicht, so denkt man so, ja. Und irgendwann will man das gar nicht mehr essen. Dabei ist ein Schokocroissant an sich sehr, sehr lecker. Mhm. Aber was ich mir dann wünschen würde, ist, dass jemand ein neues Schokocroissant mir serviert, was ein bisschen anders aussieht, wo so ein paar neue Gewürze mit drin sind. Und vielleicht ist da so ein Quetscherchen Vanille mit bei. Ja. Dann fresse ich das wieder richtig gerne. Und am nächsten Tag sind da so Pistazien drauf. Dann fresse ich das richtig gerne. Am nächsten Tag ist so eine kleine Verzierung mit Zuckerguss drauf. Dann fresse ich das richtig gerne. Mhm. Aber ich fresse nicht 10 Jahre dasselbe Schokocroissant. Ja, und langsam gehen ihnen ein bisschen die Verzierungen aus, hat man den Eindruck. Ja, ich will da nicht unken. Es war ja nur ein Bild. Ja. Jetzt tun die da irgendwie so Hack rein und erwarten, dass es einem trotzdem schmeckt. Nicht mal das. Nicht mal das. Die tun einfach 2 Würste Schokolade rein und machen das zu. Es gibt was, das fand ich richtig frech. Also das kann man nicht jetzt ist Winter, jetzt will ich das nicht haben. Aber vielleicht einfach als kleine Entschuldigung könnt ihr mir das im Sommer mal schicken. Es gibt nämlich KitKat-Eis. Ich würde das als Entschuldigung praktisch, also ich sage jetzt erstmal, was die Frechheit daran ist, ne? Ja. Es gibt doch immer, als Kind war ich mal der größte Fan davon, wenn es hieß von Snickers oder Mars oder von diesen ganzen Sachen, Bounty oder so, gibt es jetzt auch Eis. Ja. Da bin ich ausgeflippt. Mhm. Ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Wie genial ist das? Ist immer eine Enttäuschung. Immer. Es ging so. Also bei vielen war ich Fan. Mars-Eis, lecker. Ich esse das ja alles nicht so. Aber habe ich gerne gegessen. Ja. Und ich war auch genauso begeistert, wie ich dachte, dass ich es bin. Ne? So, also ich war so richtig, hatte so eine Idee davon und ich dachte, das ist das die allerbeste Idee, aus etwas so Tollem noch die Sommerversion zu machen. Mhm. Und so. Und dann habe ich mich als Erwachsener erwischt dabei, wie irgendeiner sagte, es gibt jetzt KitKat-Eis. Ich habe gesagt, boah, das ist was. Mhm. KitKat-Eis, der Geschmack von KitKat, das schmeckt mir sowieso gut, obwohl die jetzt statt 5 so einer Balken da in der KitKat-Packung nur noch 4 haben und keinem sagen, ne? Ach echt? Waren es mal 5? Das waren mal 5. Okay. Oder zumindest einer mehr. Ja. Haben sie klammheimlich einen abgebrochen und gesagt, dann merkt er selber gefressen. Ist mir aufgefallen. Ist mir aufgefallen. Ja. So, und dann machen die ein Eis, so ein ganz normales Eis in der Waffel, so, ne, mit irgendwie so einer Eiskugel oben drauf. Was machen die? Die nehmen einen, wahrscheinlich den abgebrochenen, ja, den nehmen sie. Den abgebrochenen KitKat-Balken da und schieben den einfach oben rein. Oh, ist das frech! Das ist frech. Das ist echt frech. Na klar, schmeckt das nach KitKat, because it is KitKat. Das ist echt frech. Das kann ich ja selber. Weil das Eis lebt ja von der Neuinterpretation des Klassikers als Eis. Die Übersetzung. Der Geschmacksidee in Eis. Ja. Dass man sagt, nicht, in Eis quetschen einfach. Natürlich, ich kann doch nicht, natürlich kann ich auch praktisch eine Haselnuss nehmen und es in Vanilleeis machen, dann ist es Vanilleeis mit Haselnussgeschmack. Ja, ja klar. Aber deswegen ist es ja noch kein Haselnuss-Vanilleeis. Und genau das ist das Dschungelcamp in Südafrika. Sie haben exakt denselben Riegel in Südafrika reingestopft. Ja. Und das geht so nicht. Nee, aber jetzt weiß ich, wo der hin ist. Dieser fehlende Riegel an dem Ding. Ja, klar, die haben gesagt, die sind so bescheuert, unsere Kunden. Wir brechen den da ab, schieben den in irgendein Cornetto-Eis, schreiben KitKat drauf, sollen die fressen, die Idioten. Machen wir aber nicht. Also klar machen wir das, aber wir regen uns auf. Ja. Ja. Darf ich, bevor wir haben jetzt ja Micky Beisenherz schon mal
einen eingeschenkt, also ihr. Ne? Hä, ich habe ihn nett gegrößt. So, ihr habt gesagt, das ist ein Faulenzer, der eine fantastische Arbeit. Ne? Und irgendwie, ich habe das Wort gar nicht gefallen. Du bist so ein richtiger. Bitte, liebe ZuhörerInnen, spulen Sie einfach jetzt zurück, ob das Wort Faulenzer bis zu diesem Zeitpunkt aus dem Mund von Thomas Schmidt schon mal gefallen Thomas ist. Thomas Framing Schmidt. Das ist wirklich, das ist unglaublich, was du einem so unterschiedst. Wenn man nicht immer, man muss nämlich bei Schmidt immer wirklich auf der Lauer liegen, wie der Leopard bei Micky da hinterm Klo. Weil nämlich er einem dann Wahrheiten unterschiebt, wenn man denen nicht entschieden sofort und hörbar für alle ZuhörerInnen widerspricht, gelten die dann als gesetzt und ja, er hat ja nichts gesagt, also wird er das wohl so gesagt haben. Luxus-Lodge hängt da mit seinen Kollegen ab, ne, will eigentlich dahin, weil es nichts zu arbeiten gibt, ne, schreibt da zwei Gags in den Prompter für die Moderatoren, dann ist sein Tagwerk geschaffen. Nie gesagt, das habe ich von euch erfahren, ne? Nee, das ist der Ton macht auch ein bisschen die Musik hier bei dir. Ich habe das anders gesagt und dann ist es auch nicht mehr so schlimm und dass man Spaß hat mit seinen Kollegen bei der Arbeit und dass man sich freut, wenn nicht so viel los ist. Das kennt jeder. Kennt aber jeder. Gibt schon bei Helge Schneider als Kranführer, der gesagt hat, wenn nicht so viel los ist, kann man mal früher nach Hause. Doch klar. Oh Mann. Ich wollte doch sagen, ich war bei Micky, schöne Grüße an dich. Ins Dschungelcamp. Ja. Und ich wollte noch sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass, und der Punkt ist, er hat ja geschrieben, auch als wir jetzt die Show mit Anke Engelke hatten, dass er sich da freut, dass das irgendwie geguckt wird. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass Micky was hat, wo wir uns noch ein Scheibchen abschneiden können. Das ist wirklich, er ist komplett, er kann gönnen. Das ist sein größtes Ding. Er kann wirklich so richtig gönnen. Aus tiefstem Herzen. Stimmt, der freut sich für andere, wenn die irgendwie einen kleinen oder einen großen Erfolg hatten. Und irgendwie, das mag ich sehr an ihm. Micky ist ein herzlicher, kollegialer Mann. Ja. Und ein Freund. Wir gönnen ihm da seine Faulpelzzeit im Dschungel sehr. Absolut. Wir gönnen ihm, dass er da sitzt wie Winnie Pooh im Honigtopf. Genau. Und wir müssen sagen, vielleicht ist das ein für alle Mal dann geklärt. Ja. Er ist ein Freund. Ja. Das ist absolut. Liebe Grüße. Macht ihr schon Frühjahrsputz zu Hause? Wie bitte? Macht ihr sowas? Was heißt das denn für dich? Ausmisten. Also Klamotten ausmisten. Flohmarkt. Oder mal so die Terrasse so auffeudeln. Alles. Was ist denn für genau. Kerchern. Ja, dafür ist noch zu früh. Ja. Mal so weg vom. Zu früh. Das ist doch Quatsch. Dann ist ich habe doch gerade erst alles winterfest gemacht. Wie winterfest? Ja, ein Rasenmäher da von der Station in den Schuppen und sowas. Aber in der Wohnung Klamotten, die ihr nicht mehr braucht, aussortieren. Ja, das müsste ich mal tun. Ja, mache ich nämlich gerade. Ja? Ja, alles hole ich von der Wand. Ich schau mal, was ist dahinter. Die Wollmäuse. Und was ist dein System? Sortierst du auch Autos aus? Das machen teilweise das Kollegen aus dem benachbarten europäischen Umland. Ja, aber was ist dein System? Oh Gott. Mein System ja. ist, was ich nicht mehr. Das hat Klaas outgesourced. Er muss sich selber von Autos trennen, die trennen sich von ihm. So ist das. Und ich sortiere aus. Liebe Grüße an den einen Wagen. Der fehlt mir auch. Ja, mir auch. Ja, ich habe auch nicht ganz vieles geklaut. Ich habe das Gefühl, der ist entführt worden. Ja. Das kriege ich irgendwann aber so auch ein Mail. Foto mit der Bildseite. Ich habe Angst, dass er irgendwann bei Vermisst wieder vor der Tür steht und sich mit mir aussprechen völlig will. Völlig ramponiert. Und ich kann mich an unseren Streit gar nicht erinnern. Ja, deswegen ist er davongefahren. Ja, weil ich praktisch mit mir selber beschäftigt war und gar nicht wusste, wie sehr ich ihn verletzt habe über all die Jahre. Kann ja sein, ne? Ja, rauchend. Ja, rauchend, genau. Und sagt, hier sind deine Enkel, sind noch drei Smarts dahinter. Ja. So. Ja, nach welchem System misstest du aus? Ich ziehe es nicht mehr an und kann man es noch jemandem zumuten? Weil es gibt ja Sachen, die sind einfach so, dass ich den Eindruck habe, die sind nicht mehr in einer guten Qualität. Abgewetzter Pulli oder was heißt das? Nee, wenn da so Löcher drin sind. Also wenn es wirklich so ist, dass man es nicht mehr reparieren kann, dass keiner mehr tragen kann, dann tue ich es weg. So, und dann sehe ich zu, dass ich halt Dinge, die ich einfach nicht mehr anziehe, auch wenn ich sie schön finde. Weil warum das ist nämlich ziehst der Trick, du denn nicht wieder an? Erstmal? Weil ich zu viel habe. Ich habe einfach zu viel. Und ich neige dazu, auch Sachen, die nicht so schön sind, trotzdem anzuziehen. Aber deswegen habe ich einfach relativ viel, was praktisch zur Auswahl steht. Und ich habe jetzt ganz klar, und ich wollte euch einfach nur davon berichten, was ein befreiendes Gefühl ist, ganz viele Dinge, die im Prinzip schön sind oder so, die ich theoretisch anziehen könnte. Ich befreie mich jetzt davon und ich will nicht so ein mülliger Erwachsener sein, der so ganz viel so Schrott, weil es wird ja immer mehr und so. Ja. Ich will jetzt wieder zurück zum Minimalismus. Ich will einfach, ich will nicht so viel so Krimskrams haben. Ich habe auch so Krimskrams-Ecken habe ich aufbewahrt. Irgendwelche alten
Pässe und irgendwelche Bänder von irgendwelchen Festivals und irgendwelche Zettel, wo irgendwas draufsteht, was ich, wo ich dachte, das gucke ich mir nochmal an, gucke ich natürlich nicht mehr an, sondern so beim Wegschmeißen ist nochmal für eine Sekunde interessant und dann kommt es in den Eimer und dann wird das alles weggeschmissen und so. Ich will einfach, und das ist ein gutes Gefühl. Aber Klaas Kondo, hast du denn da irgendwie so eine Maxime, die man jetzt auch als ZuhörerIn anwenden kann? Ja, wenn man irgendwas, sag ich mal, ein Jahr nicht mehr angeguckt oder angefasst hat oder nichts mehr damit gemacht hat und man weiß, das hängt da jetzt an. Achtung, Schwiegermutter! Nein. Kleine Schwiegermutter, Scherz für die Fans der 80er Jahre. Ja. Bitte fahr fort. So, dann weg damit. Also ich wollte es eigentlich einfach nur mal sagen, weil, warum? Einfach, und jetzt ist der Frühling und ich wollte so ein Thema aufbringen, dass ich euch irgendwie mal frage, ob ihr sowas auch macht, weil andere Leute wiederum freuen sich darüber, man kann ja. Dann die Klamotten, man kann das spenden, da wird ja natürlich nichts nicht weiterverwendet, sondern entweder Freunde, die es brauchen oder weitere Leute, die ich nicht kenne, die es brauchen oder so. Es wird alles weitergegeben und man wundert sich, wie viel Gutes man damit tun kann. Für mich ist wirklich seelisch schwer, mich von Sachen zu trennen, weiß ich, weil deswegen mich rede ich belastet die Hypothese, dass ich das irgendwann mal vermissen könnte. Das ist ja die Grundtheorie des bizarren Sammlertums. Ja. Und ich bin jetzt wirklich kein Messi, aber ich verstehe, was den Messi, what makes him tick. I understand him. Und dabei habe ich ja schon einen Vorteil, weil es gibt bei mir einen natürlichen Ausschluss in der Klamottenwelt. Das ist einfach zu eng oder zu groß. Das heißt, es wird mir schon eine Entscheidung abgenommen. Ich könnte also eigentlich leichter mich von Sachen trennen, weil ich sage, das ist ja zu groß, das zieht man nicht mehr an und das ist zu eng, das ziehe ich nicht mehr an. Und da würde sich ja schon praktisch eindeutig viel von selbst regeln. Ne? Ich habe aber jetzt... Du musst ja gleich wie du so eine schwere Entscheidung treffen, der Pulli passt ja noch, der ist okay, aber ich will den nicht mehr haben. Das stimmt, aber es gibt vor allen Dingen irgendwann mal Zustände, in denen will man sich dann auch nicht wiederfinden. Und das ist jetzt einem Mann so gegangen, der jetzt 58 Jahre verheiratet war mit seiner Frau und jetzt nun leider Witwer, also selber auch schon natürlich alt ist und auf ein schönes gemeinsames Leben zurückblickt. Aber vor allem die Sammelleidenschaft seiner Frau war also immer ein großes Thema während ihrer gemeinsamen Ehe. Und Rudolf Lausberg hat jetzt, und deswegen könnte man vielleicht so ein bisschen auch aufrufen dazu, ein Problem. Er hat nämlich 5000 Dekoschweine zu Hause. 5000. Und zwar alles, ne? Also so kleine Schweinchen und große Schweinchen und Miss Piggy und Plüsch und dies und das. Und was macht der Lausberg jetzt? Naja, der hat jetzt, ich finde, der hat ganz, ganz gute Ziele. Der hat gesagt, also die könnten 10.000 Euro wert sein, so die alle zusammen. Ja, ganz sicher. Ja, ja, aber vielleicht auch mal ein Vielfaches mehr. Und der will natürlich das jetzt loswerden. Und er sagt, seine Frau hätte es gefallen, wenn das jetzt irgendwie versteigert wird. Und dann zum Beispiel für die Flutopfer in der A oder so. Und da hat er auch schon ein bisschen was verkauft. Und ich glaube, dass es hilft, in einem Medium wie unserem, das zu verbreiten, weil man natürlich jetzt aus der Gesellschaft die bizarren Schweinefans rausfischen muss. Ne? Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen Fish out of water, weil wer kennt jetzt so Leute, die sagen, oh, 5000 Dekoschweine, her damit, hier sind 10.000 Euro, was dann irgendwem noch was bringt. Er sitzt da in seinen Erinnerungen und hat das Gefühl, er möchte das jetzt zu einem guten Ende bringen, indem das irgendwie noch weitergeht und seiner Frau hätte das gefallen und so. Kauft dem Lausberg seine Schweine ab. Genau. Wenn ihr, ich verlinke einen Spiegelartikel darüber, und dann könnt ihr also sehen, wie er da rankommt, verlinke ich in den Shownotes. Steht in dem Artikel, wie man Kontakt aufnehmen kann? Ja, ja, da steht zumindest, wo er wohnt und so. Ich glaub, hat er überhaupt gesagt, dass er die loswerden will? Ja, ja, den will er loswerden, auf jeden Fall. Ja, ja, da kommen auch immer wieder Leute hin und er sagt, also er selber merkt gar nicht, wenn da ein paar Schweine fehlen, wenn dann irgendeiner so ein Cherry-Picker da mal hinkommt und sagt, das Schwein bitte, das da hinten rechts und das 34. von links, das nehme ich, alle anderen sind hässlich. Das merkt er gar nicht. Seine Frau hätte das gemerkt und die hätte auch sofort gewusst, das haben wir beim Ausflug nach Berchtesgaden irgendwo an der Tankstelle gekauft. An der Wolfsschanze. Ja, genau. Das ist ein Nazi-Schwein, praktisch. Also wenn einer Lust hat auf so Deko-Schweine. Wer Schweinefans? Dann wollte ich einfach nur sagen, da wären welche. Ja. Ne? Und wir würden das begrüßen, wenn sich da jemand interessiert für. Ja, mit einem herzlichen Oink das Oink ist der, übrigens würden der, wir uns bedanken. Das ist ja übrigens der Entscheidende. Das will man ja wirklich, die sollen in gute Hände. Ich bin zum Beispiel kein Deko-Schwein-Fan. Bei mir werden die in schlechten Händen. Ja. Ja. Das stimmt. Muss ich sagen. Ich habe nicht die Wertschätzung dafür. Ich habe eine Frage, ob ihr
ob ihr nachempfinden könnt, was mein Spaß daran war. Folgendes: Ich habe Murmelpromis geguckt, ne? Murmelmania auf RTL. Ja. Ach so, mit aber Pistole, nur so die letzten 20 Minuten, weil danach Dschungelcamp angefangen hat. Und was war das große Finale oder wie? Genau, das große Finale. Ich habe das noch nie gesehen. Wir haben schon öfter drüber gesprochen, ne? Dass es eine neue Art der Prominenten gibt, nämlich Murmelpromis, die bei Murmelmania mitmachen und gucken, wie ihre Murmeln. Das ist eine neue Kategorie. Man muss ja Prominente, gerade wenn es so viele verschiedene neue Sendungen gibt und viele verschiedene Promis aus dem Boden schießen, muss man ja anfangen, die einzusortieren. Ja. Und deswegen ist es immer schön, wenn man, wenn man eine neue Güteklasse praktisch sich ausdenkt, und Murmelpromis ist jetzt so eine ganz eigene Truppe. Ja. Kleiner Einschub, es wird demnächst eine neue Kategorie geben, nämlich die Stapelpromis. Bei ProSieben wird es die große Stapelshow geben. Ja. Das ist ja eine fantastische Idee. Da steht Idee. In der Pressemitteilung, ich habe jetzt schon eingeschaltet. Wer moderiert die Stapelshow? Das weiß ich gar nicht. Wer moderiert das denn? Weiß ich habe gar nicht gehört. Wahrscheinlich Steven. Pass auf, die stapeln alles, was geht, ne? Das ist so, das macht die Show aus, alles. Aber auch pfiffige Sachen. Da werden auch Seifenblasen gestapelt. Das stand in der Pressemitteilung. Aber was ist, wenn das umfällt? Bitte? Wenn das umfällt, das ist immer die Gefahr, ist doch immer die, also der spannende Moment ist ja. Die sogenannte Fallhöhe, ne? Ja. Der spannende Moment ist ja, wenn man jetzt stapelt, also nur um das nochmal allen zu verdeutlichen, die das vielleicht noch nicht so mitgekriegt haben, wenn man jetzt super viele Sachen übereinander stapelt, also am Anfang geht das noch, in der Mitte denkt man schon, oh, jetzt muss man mal vorsichtig sein, und dann so im letzten Drittel ungefähr wird's wackelig, und dann weißt du wirklich bei jeder neuen Sache, die du drauflegst, es könnte jetzt jederzeit umfallen. Ja. Und da will ich aber denjenigen sehen, der da nicht mit offenem Mund vom Fernseher sitzt. Ja. Da, wenn das schon bedrohlich wackelt und man denkt, gleich fällt's. Aber vielleicht kannst du sogar noch ein Stapelpromi sein. Ich weiß nicht, ob da schon Bewerbungsschluss ist. Aber diese Kategorie gibt's demnächst. Wir sind aber jetzt noch bei Murmelmania. Also was haben die da gemurmelt? Also ich habe das erste Mal gesehen. Wirklich, noch keine Minute vorher gesehen. Es war nah dran an dem, wie ich es mir vorgestellt habe. Haben die etwa gemurmelt? Da waren halt die Murmelpromis, ne? Die waren da versammelt. Hat da jeder seine eigene Murmel? Ja, pass auf. Privatmurmel? Die haben mehrere Murmeln. Da gibt's so. Also da hat Murmelpromi A hat dann zum Beispiel die blauen Murmeln. Und je nachdem, das habe ich nicht so richtig kapiert, weil ich erst sehr spät zum Finale eingestiegen bin, hat dann der eine Promi 20 Murmeln im Rennen. 20 blaue. Ja, das sind die wahrscheinlich andere, die Punkte, die der vorgekriegt hat. Der andere war ein bisschen schlechter, 10 gelbe. So. Und dann werden die alle in so eine Bahn reingeschüttet. Und dann guckt man zu, wie die da ihre Pirouetten drehen in Looping und hier runterfallen und da rein und am Ende im Ziel landen. Und dann geht's drum, welche Murmel, welche Farbe zu welchem Promi landet als erstes im Ziel. Und dann gibt's Kohle. So, dann gibt's so, das ist eine Dauerwerbesendung auch, wusste ich auch nicht. Das hat mehr von Geh aufs Ganze fast, also für irgendeine Lotterie. Steht dann da oben in der Ecke? Steht überall Dauerwerbesendung, alles gebrandet mit der Lotterie, und dann kriegst du so wie so Riesenchecks. Habe ich auch schon lange nicht mehr. Machen die das, weil die nicht das Geld haben für die Produktion, dass sie selber das Gewinngeld rausführen, sondern dass sie das von einem Partner praktisch gestellt bekommen müssen? Ich glaube, die haben so wenig Vertrauen in die eigene Sendung gehabt, dass sie gesagt haben, gut, wenn es jemand komplett durchbezahlt, dann machen wir es. Dass RTL nicht so hohe Kosten hat einfach. So, und egal wie, aber das ist nur eine Vermutung. Nur eine Vermutung. Ist doch legitim. Ja, total. Pass auf, und jetzt kommt das, woran ich Spaß hatte. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber das, wenn ich euch den Ausschnitt zeigen würde, ihr hättet auch Spaß. Da war ein Promi, ich kannte ihn nicht. Und ich glaube, auch gerade so im Bereich Z-Promis und so, bin ich ganz gut durch meine Trash-Sendung aufgestellt. So, ich kenne viele. Du kennst deine Pappenheimer. Ja. Aber der war mir nicht bekannt. Ne? So, und der hat aber richtig abgeräumt im Finale. Der hatte die blauen Kugeln. Ne? Und es gab 3 Runden. Und mit jeder Runde gab es 20.000 Euro, 10.000 Euro und nochmal 5.000 Euro. Ne? Mhm. Und dann hat der erste Runde seine Kugeln im Ziel gewonnen. Ne? Und dann war da ein Theater, als wäre gerade das WM-Finale, ne? Weil seine Murmel da reingemurmelt ist, ne? Ja, wie der Götze hat auch bloß was reingemurmelt. Ja. Und so, und dann gewinnt er, und dann sagt er, die sagen andauernd, das ist für einen guten Zweck. Das ist für einen guten Zweck. Hier sind deine 20.000 Euro für den guten Zweck. Und dann schreit er, und ab da, in jeder Runde, der hat nämlich jede Runde im Finale gewonnen, geht er immer vor die Zuschauerränge mit diesem Riesencheck, hält den hoch als wie den WM-Pokal und schreit die ganze Zeit nur wie am Spieß, für die Kinder, es ist für die Kinder, es ist für die Kinder. Dann gab es wieder eine Runde, die blaue Kugel wieder rein, der sich den nächsten Scheck gekrallt, wieder vor seine Fans, für die Kinder. Was soll ein Kind mit 20.000 Euro? Wir machen es hier für die Kinder.
Es war ein Theater, ne? Da konnte das Dschungelcamp nicht mit, mithalten danach, ne? Das ist ja, vielleicht liegt das ja auch daran, dass da meine Begeisterung liegt. Also du hast da den Peak schon überschritten. Ja. Dass er, wenn die Vorband geiler abliefert als der Main Act. Ja. Würdest du da auch gerne mal mit murmeln? Nee. Nee? Die würden die dann nehmen. Haben die, hat dich das Murmelfieber noch nicht gepackt? Obwohl mich da würden aber auch viele Leute denken, wer sagt denn jetzt? Ja, wenn er da murmelt. Ne? Wenn es für die Kinder viele, ist, es okay. Für die Kinder macht er das. Aber trotzdem, wenn stell dir mal vor, das Gesicht von so einem normalen RTL-Zuschauer, der denkt, wer ist denn das jetzt? Wenn er da hochkonzentriert. Was ist denn er da am Murmeln? Wenn Thomas da hochkonzentriert, schlecht gelaunt, ohne jeden Zug zum Entertainment, einfach nur seine Punkte da machen will. Weißt du, so wie er hier manchmal so pflichtgemäß seine Sachen abarbeitet, ne? Ja. Dann wird er da auch seine, ja, manchmal, sag ich nicht immer, aber manchmal machst du so, dass es fertig wird, ne? Mhm. Und ich weiß, dass du vielleicht noch so eine halbe Stunde am Anfang hättest du noch so, hi Leute, und so, bist du noch so, hast du so, weißt du, er hatte so seine Stimme, die er macht, wenn er am Telefon. Ja, mit die freundliche. Die freundliche. Ach, hallo! Die von Bödefeld-Stimme. Ach, schön, dass die anruft. Telefonstimme, wenn irgendein Speditionsunternehmen anruft. Ne? Die hat er eine halbe Stunde und irgendwann hört er auf damit, weil dann irgendeiner was Dummes sagt, dann tickt er aus und danach kriegt er die Kurve nicht mehr und dann bleibt er so schlecht gelaunt die letzten drei Stunden. Da wird was weggemurmelt dann. Humorlos weggemurmelt. Stone cold. Ja, einmal, da willst du nur noch deine Murmel platzieren und nach Haus. Aber da ist ja, da ist auch Frank Buschmann dabei und der wird mir die letzte Energie nochmal aus mir rausholen. Ist der also, als Kommentator? Das, ja, ja. Während da die Murmeln rollen, ne, da flippt er aus. Sowas hat er noch nie gesehen. Gab's noch nie. Das ist ja sensationell. Wie der das, ja, ja, aber das stelle ich mir auch wirklich, also das ist tatsächlich, ich sage unter Entertainment-Gesetzmäßigkeiten oder auch so als Moderator oder so, es ist schon die hohe Schule. Es ist schon Champions League, da irgendwie wirklich den Ball hochzuhalten, kommentatorenmäßig. Die Murmel hochzuhalten. Ja, weil es ist schon die hohe Kunst, weil du hast natürlich nichts zu besprechen, ne? Da ist irgendeiner. Ja, du kannst ja nicht sagen, was für ein Dreck, ich sitze hier in der scheiß verpissten Halle in Ossendorf, wann ist Werbung, gleich gibt's Kaffee. Das soll man eigentlich nicht sagen. Soll man nicht sagen. Soll man nicht sagen. So kommentiert man nicht. Ja, genau. Soll Hauptsache die Knete stimmt, lass mich mal in Ruhe, ja. Scheiße, wer ist das eigentlich mit deiner Drecksmühle? Genau, ich habe noch Leistungstage offen. Ja, genau. Ich habe ja noch was im Vertrag. Sowas darf man nicht sagen, nein. Sondern man muss dann Kommentator sein und man hat im Prinzip nichts gesagt. Und ich finde, und das meine ich jetzt ganz ernst, es ist die hohe Kunst, dann aber trotzdem Formulierungen zu finden, die irgendwie dafür sorgen, dass weitergeht. Das kann eben nicht jeder. Und das ist dann Buschi das eine. Kann das. Ja, klar kann der das. Und das ist dann das eine Talent, was man wirklich unglaublich stark, auch teilweise bei langweiligen Fußballspielen wird man das ja auch brauchen. Da hat man noch irgendwelche Infos über den Spieler, wo der mal war oder wann der sich da irgendwie mal was verletzt hat und so vor 5 Jahren, jetzt geht's aber wieder so. Weißt du, wenn nur so hin und her geschossen wird und gar nichts passiert, dann muss man im Prinzip ein bisschen Background-Wissen haben, was man dann so währenddessen vermittelt, aber immer in dem Tonfall, dass man währenddessen noch schaut, was gerade passiert. Ja, das weil das ist lustig, weil Kommentatoren, die erzählen dann irgendwas. Hier, der und der war, übrigens hat er eine harte Zeit bei dem und dem Verein, hat da lange gesessen, jetzt merkt man, die Spielfreude ist wieder da, nachdem er wieder bla bla bla. Aber das immer mit so einem Ton, es könnte gleich ein Schuss kommen, der meine Geschichte hier beendet. Ja. Ja, und er hat ja auch lange bei diesem Verein jetzt auch schon wieder auf der, auf der Bank gesessen hier und jetzt merkt man, also es ist wieder da, ja, also das alte Feuer, ja, und da schießt er so. Und das ist aber, das ist die praktisch die Spannung die ganze Zeit hochzuhalten. Alles kann immer passieren. Und das muss Frank Buschmann bei den Murmelpromis da irgendwie installieren. Und davor habe ich Respekt. Das macht er wie kein Zweiter. Genau. Mir ist aufgefallen, wir beschäftigen uns ja auch in unserer Gesellschaft viel mit, was ist so toxisch, ne? Was ist irgendwie ungut, ne? Und mir ist aufgefallen, dass es einen ganz toxischen Geburtstagswunsch gibt. Und dann ist mir aufgefallen, auch der Psychologe mir, das soll ja nicht zusammengehen, was Schönes wie Geburtstag und dann so ein toxischer Wunsch. Aber der ist völlig in der Gesellschaft verankert. Und ich möchte es gerne mal zumindest mal benennen, auch völlig beurteilen, so einmal mal benennen. Und dann kann man ja überlegen, ob man diesen Wunsch weiter ausgeben will. Und zwar sagen viele Leute zum Geburtstag, bleib so wie du bist. Sagen, Mensch, ich herzlichen Glückwunsch, bleib so wie du bist. Ja. Und ich würde jetzt mal sagen, man kann wahrscheinlich an die gesamte Weltbevölkerung eine Sache mal aussenden. Man sollte nicht so bleiben, wie man ist.
Das ist in keinem Fall ein guter Wunsch. Ich habe noch keinen einzigen Menschen kennengelernt, wo ich nicht denke, der hat noch Potenzial, sich zu verbessern. Ich auch? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Niemand sollte so bleiben, wie es ist. Ich finde es einen ganz widerwärtigen Wunsch, auch von sich selber als Wünscher zu sagen, so wie du bist, will ich dich auch gerne konservieren. Ich möchte dir gar keinen Raum zur Veränderung lassen. Aber ich will dich so konservieren, weil so wie du bist, so will ich, dass du bleibst, weil so mag ich dich. Aber kann, ja, aber kann es nicht auch heißen, ist es nicht auch eine höfliche Formulierung für übertreib's nicht noch weiter? Ach so, das praktisch, dass das man einfach sagt, halt, stopp. Das kann ja, du entwickelst dich falsch. Du bist schon auf dem Holzweg, bleib wenigstens stehen. Nein, ich glaube, das steckt da nicht durch. Ich kann dir sagen, was dahinter steckt. Du bist ja auch so ein Selbstoptimierungs-Otto geworden. Ne? Da haben wir ja gestern schon gestritten oder vorgestern da. Also, ja. Also muss völlig sagen, nutzlos ohne Mikrofon. Ne? Ja, wirklich. So, haben wir uns gestritten. So, ich habe einfach gesagt, Bub, du bist 35. Er ist zweimal in der Woche zum Arzt gerannt. Weil er irgendwie, also jetzt nicht, weil er was Besonderes hätte, nur rein prophylaktisch. Fans. Nein, ich bin kein Arzt. Und der Arzt hat gesagt, sag mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Nein, es war anders. Ich muss es richtig stellen. Es war, ich hatte eine Corona-Erkrankung, schwer gebeutelt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fühle mich wieder fit, bin wieder gut drauf, positiv drauf, aber negativ getestet. Und habe gesagt, ich muss zum Arzt, damit der Arzt nachguckt in diesem Wonderland, den ich meinen Körper nenne. Wie ist der Stand? Was hat der Gegner übrig gelassen, auf dem Schlachtfeldkörper. Ne? Und deswegen habe ich einen Termin gemacht, damit so eine Bestandsaufnahme gemacht wird. Jetzt war es so, dass es nicht schlau ist, wenige Tage nach dem negativen Test direkt 6 Stunden Ski zu fahren. Das dankt der Körper einem offensichtlich nicht. Hatte ganz schwere Herzschmerzen, bin ich zum Kardiologen gegangen, der hat mein Herz gecheckt und hat gesagt, ich bin gesund. Ey, und dann bin Klaas, ich war beim Skifahren dabei, ja. Ne? In jeder Gondel, ja, hat er einfach auf seine Smartwatch geguckt, hat gesehen, ich habe ja einen Puls von 120. Ich glaube, ich habe Schmerzen. Also, er hatte nichts. Er hat nur der Blick auf die Smartwatch hat ihn so nervös gemacht, dass er danach in seinem Urlaub direkt zum Arzt gerannt ist. Nummer eins. Ja. Also ich hatte so ein stechendes Herz, bin ich zum Kardiologen gegangen. Der hat mich untersucht. Ich habe auch mal so eine Uhr umhängen jetzt in so einem Zustand. War alles in Ordnung. Und dann habe ich aber nicht meinen Check-up-Termin abgesagt, der eh schon terminiert war. Und dann bin ich dahin und dann hat die Ärztin praktisch mir wirklich das Gefühl gegeben, einfach nur Arzt-Fan zu sein. So Check-up-Fan. Und ich musste dann irgendwann in diese peinliche Stille, weil die hat dann gesagt, na hier sind die Blutwerte, ist in Ordnung, was hat der Kollege hier schon, Herz, ist in Ordnung. Ja, also weggeknüllt die Zettel, was wollen Sie denn jetzt hier? Und dann habe ich mich so doll geschämt, dass ich wirklich auch selber gesagt, also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Untersuchungsfan. Wenn Sie sagen, das, was in den Zetteln steht, reicht Ihnen aus, dann bin ich auch froh, jetzt zu gehen. Und dann hat sie gesagt, ja, die können gehen. Und ich habe mich richtig aufgedrängt dort. Ja. Und ich habe aber wenigstens eine Erkenntnis mitgenommen, dass ich noch nicht erwachsen bin. Weil ich musste so lachen, als sie mir erklärt hat, was ein Mittelstrahl ist, dass ich mich bis heute schäme dafür. Es ist nicht in Ordnung, wenn man 35 Jahre ist und eine Ärztin erklärt, was beim Urin, jeder kennt Urin, der Mittelstrahl ist, dann darf man nicht lachen. Das ist ein Zeichen, dass mein Geist sich noch nicht so weit ist. Dass man auch, um hier den Bogen zu finden, man sollte nicht so bleiben, wie man ist. Ich habe auch noch Raum, mich zu entwickeln. Ja, und meine These ist, dass du in deinem Selbstoptimierungswahn, der sich auch darin manifestiert, dass du zweimal in der Woche zur Untersuchung da gehst. Und wir haben einfach gesagt, ich habe gesagt so, Alter, du bist den halben Tag schlecht gelaunt, weil du nichts essen darfst. Stimmt doch gar nicht. So, dann hier, schlechte Laune, weil es gibt hier nur eine Suppe zum Mittagessen, weil alles andere ist ungesund. Ja. Das geht dir, das gucke ich mir jetzt seit einem Jahr an. Wer kriegt Suppe? Ihr beide, ihr seid vollkommen irre, ey. Du willst jetzt auch so ein Pulver da, dass die Muskeln da dick werden und so. Es ist alles. Was von vorne bis hin. Was laberst du denn? Und da habe ich zu Jakob nur gesagt, Alter, du bist 35. Das ist alles gelogen. Du musst nicht alle zwei Tage so, also du kannst auch mal wieder anfangen zu leben, so. Ja. Und da hat zu leben, das ist ja richtig. Leben. Lass uns leben. Immer mehr. So, und deine Scheiße. Leben im da Sinne mit von so. Ja, ist jetzt angekommen. Aber dass du. Wann ist angekommen? Ja, ich weiß, bist du jetzt angepisst, weil ich dir gesagt habe, dass du da dein Muskelpulver. Nein, ich will einfach wissen, was das heißt, so richtig zu leben. Ja, wenn du halt. Fuego. Live in la vida loca. Wenn du geile Muskeln haben willst, dann ist das okay für mich. Dann ist das okay. Was hast du jetzt mit meinen Muskeln? Ich habe gar nichts okay. Nein, ich habe überhaupt nichts gesagt. Ich sitze hier rum und übrigens habe ich auch keine Muskeln, falls ich beruhigt. Ja, kommt noch. Man muss verstehen, Klaas, dass Schmidti natürlich als Renegade
als Renegade, als Marlboro Cowboy, ist ihm dieser ganze gesunde Lifestyle zuwider. Und er würde, auch eine Sache ist klar, und das weiß jeder Zuhörer von diesem Podcast, jede Zuhörerin, ein Thomas Schmidt würde auch niemals in seinem Leben Eisbaden. Denn Eisbaden ist ein Krebsgeschwür von Instagram und das lehnt er massivst ab. Und er hat sich hier auch mehrfach dagegen gewehrt, dass wir mal gemeinsam Eisbaden gehen. Bis mir dann so ein kleiner Ausschnitt auch in die Hände gespült wurde. Das ist nämlich genau das Ding, weil du sagst hier so, ich finde es ja in Ordnung, ist ja deine Art, dich abzugrenzen, ist ja, dafür brauchst du Personal. Du kannst nicht einfach für dich zu Hause Entscheidungen treffen und die durchziehen. Du brauchst immer Leute, die dich, also praktisch an denen du dich praktisch abarbeiten kannst, damit du selber weißt, wer du bist. Was wollt ihr denn jetzt? Und das sind wir gerne. Und wir haben einfach mal zurückgeschaut, ob du so konsistent auch immer warst. Ja, wir haben ja hier ein schönes Dokument der Zeit, wo man auch bestimmte persönliche Zustände, auch charakterliche Momentaufnahmen. Pharisäer! Was ist denn los? Ja, wir haben eine alte Audioaufnahme von dir gefunden, wo du auch über das Eisbaden sprichst. Lügenbaron! Aber ganz anders als jetzt. Bigottes Schwein! Hör mal rein. Schon ein bisschen her. Aber er ist irgendwie todesmutig und ohne ihn hätte ich auch nicht zum Eisbaden finden können. Lasst uns handeln. Ab nächster Woche das Experiment. Wir machen es als Experiment. Wer macht das wirklich? Jeden Abend, keine Ahnung, Eisbaden. Ja. Ja, das muss man machen, wirklich gut. Wenn man dann zum Beispiel abends sieht, man ist den ganzen Tag nur 1000 Schritte gelaufen, dann steht man nochmal vor der Wahl, gehe ich nochmal Eisbaden. Ich genieße jede Minute. Ich habe mich heute Morgen, ohne Scheiß, ich war duschen, habe mir dann so die Zähne geputzt und habe mir gedacht, Eisbaden. Ich würde es mir mittlerweile sogar zutrauen. Wenn ich es mache, dann könnt ihr es auch. Eisbaden wirklich ganz oben, ne? Das hat doch Pfeife zusammengeschnitten. Uns hat ein Hörer darauf aufmerksam gemacht. Das in verschiedenen Folgen. In verschiedenen Folgen sogar. Immer wieder von dir Bekenntnisse zum Eisbaden kamen und dem sind wir nachgegangen und haben das einfach dem mal aufbereitet, um mal zu merken, ja, was bei dir auf Leitung 2 eigentlich nicht stimmt. Pfeife, du hast ja nichts zusammengestellt, was so im Zusammenhang nicht war, ne? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, aber das müssen wir mal in den Kontext. Kontext ist wichtig. Der Kontext ist so, wie er da ist. Den Kontext haben wir nicht verändert. Wir haben nur aus verschiedenen Folgen deine Bekenntnisse praktisch zusammengefasst. Ja, aber dann sage ich, Jakob, ich gebe dir komplett recht. Man muss immer dafür sorgen, dass man nicht bleibt, wie man ist, sondern sich weiterentwickelt. Und das habe ich in dem Fall getan. Ich habe gemerkt, ich bin da auf dem Holzweg. Auf dem Steg, meinst du? Auf dem Eisweg. Auf dem Steg. Das ist der Holzweg, das ist im Wasser. Ja. Ja. So sieht's aus. Also wir werden Eisbaden spielen, du bist dabei. Ey, es gibt ja noch was aufzuklären, ne? Wir haben ja gerade so richtig überall, also wir stecken ja wirklich mit beiden Beinen im Treibsand, ne? Einerseits diese Eisbaden-Scheiße, die wir uns da alle gemeinsam so reinmanövriert haben, ne? Und jetzt auf der anderen Seite, hat das ganze Saarland haben wir jetzt irgendwie an der Backe, ne? Ja, das hätte man ja nicht ahnen können. Also diese Dimension hätten wir wirklich nicht ahnen können. Ja, was wollen die da mit ihren Kröten? In der letzten Woche hast du, Thomas, ein rührendes Anschreiben hier vorgetragen, dass Kröten Hilfe brauchen beim die Straße überqueren. Ja, in Saarbrücken, die Stadt Saarbrücken hat aufgerufen, bitte freiwillige Helfer sollen doch sich bereit erklären, den Kröten jetzt während der Krötenwanderung über die Straßen zu helfen. Ne? Und dann wurde hier offenbar im Podcast so vielleicht eine Minute zu lang darüber geredet. Und es ist wurde nicht. Wir wollten diesen freundlichen Aufruf weiterleiten, weil wir haben eine gewisse Reichweite hier. Aber ein Prominenter hier am Tisch hat irgendwie so, ich weiß nicht, da ist was durchgelötet. Das hat mir Spaß gemacht. Und dann hast du gesagt, das müssten wir machen. Du hast dich vergaloppiert, Klaas. Das haben wir dir sogar noch in der Folge gesagt, dass du dich vergaloppierst. Ja, also wie das, Roland Koch eins. Ja, genau. Ja. Aber der ist immerhin dann bei was Billfinger gelandet und nicht hier oder bei den Kröten. Also, ich habe nicht gedacht, dass das Saarland ein derart trockener Schwamm ist, wenn es um Aufmerksamkeit geht, die man einzelne Regionen da schenkt. Dass wenn ein halbwegs Prominenter wie ich erwägt, er würde vielleicht, und auch nur, wenn sie vorher duscht, eine Kröte in die Hand nehmen, um sie, aus Gründen, die mir immer noch nicht bekannt sind, auf die andere Straßenseite zu bringen. Weil die wirklich eine bizarre Leidenschaft haben, auf der anderen Straßenseite ihre Eier irgendwo zu vergraben, um dann wieder zurückzukommen. Ich finde, man kann auch mal so einen Prozess da starten, dass man der Oberkröte da
Ja, meine Ansage machen. Meine Ansage machen. Redest du ja von der Bürgermeisterin von Saarbrücken? Nein, 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 nein. Nein, das war tatsächlich der Verantwortliche. Der Leitkröte. Ja. Der ganzen Wanderung, ja. Also einer buchstäblich, einer echten Amphibie, meine Ansage macht und sagt: Ist es notwendig, dass ihr auf die andere Straßenseite geht, oder lässt sich das nicht auf eurem Teil der Welt praktisch, ne? Das ist ja für die, diese Straße ist ja so eine Art Äquator für die, ne? Ja. So. Man kann doch auf der anderen Welthalbkugel, ist doch genug Platz. Warum muss man jetzt in diese Richtung gehen? Müsst ihr das Abbey Road Cover auf dieser Straße nachstellen? Muss das sein, wo Autos fahren? Exakt. Ja. Lurche, ja. Es geht auch übrigens auch um Lurche. Und Molche. Molche, ja. Molche, ja. Naja, wir haben dir in der letzten Folge schon gesagt, dass das kein gutes Ende nimmt, ne? Und dass das irgendwie eine Lawine lostritt. Und genau das ist passiert. Ich glaube, von uns allen sind die Postfächer übergequellt mit Einladungen, weil das Saarland ist für seine Gastfreundschaft bekannt. So kann man es auch sagen. Ja. Also ich glaube, jeder Saarländer hat uns zu sich nach Hause eingeladen, zu Leona. Hat eigentlich bei uns erstmal im Postfach abgeleicht, muss man sagen. Genau. Ja. So, dann der nächste Schritt war so das Radiosender, Radio Salü. Das ist der Hauptsender, einer der Hauptsender im Saarland. Mhm. Die haben dann auch so das nochmal erwähnt. Internet. Das ist euer Internet. Das Glashäufer Umlauf gerne, die Kröten über die Straße tragen will. Will das ja auch wohl machen. So. Und jetzt hat sich die Bürgermeisterin von Saarbrücken auch noch mal an dich gewandt, Lars. Ja. Und wir hören mal kurz rein, würde ich sagen. Guten Morgen, lieber Klaas, hier aus Saarbrücken. Mein Name ist Barbara Meyer, ich bin Bürgermeisterin hier in Saarbrücken. Hier werden hoffentlich von ganz vielen Ehrenamtlichen bald die Kröten über die Straße getragen. Ich lade euch ganz, ganz herzlich ein hier nach Saarbrücken. Ich mache euch vielleicht sogar noch einen Kaffee im Rathaus, werde natürlich auch helfen. Und um es euch noch ein bisschen schwerer zu machen, abzusagen, werde ich pro Kröte, die ihr hier über die Straße tragt, 1 Euro spenden an den Naturschutz. Für einen Molch werde ich vielleicht sogar 2 Euro spenden. Das überlege ich mir mal noch. Ganz, ganz herzliche Einladung. Wir würden uns sehr freuen. Ja, also das finde ich alles eine, und das muss ich ja wirklich mal sagen, eine schöne Initiative. Und ich bin auch nach wie vor bereit zu helfen. Nur habe ich ja ein paar Fragen formuliert. Gut, die eine Frage, das werde ich mir selber erschließen, wieso das jetzt sein muss dann mit der anderen Straßenseite. Okay, ne, das ist ja wohl über Jahrzehnte jetzt offenbar Tradition und da will ich jetzt auch nicht der Erste sein, der damit bricht und denen da jetzt Vorschriften machen, wo sie da ihre Eier hinlegen. Ne? Sollen die machen, wo sie wollen, und wenn sie Hilfe brauchen, stehe ich gern bereit. Jetzt wurde mir aber noch nicht gesagt, an welchem Tag das stattfindet und wie viel Uhr. Also wann praktisch die Kröten sich versammeln, wo ist der Treffpunkt, wo gehen wir rüber und so weiter. Ich wäre schon bereit, vorbeizukommen, aber ich muss das Ganze natürlich medial ausschlachten, das ist eh klar, weil ich möchte da auch die Medienvertreter und auch die Politiker des Saarlandes, denen möchte ich natürlich nicht den ganzen Topf an Sympathie, der dazu vergeben ist, in alleine überlassen, sondern ich möchte natürlich sehr viel von der Sympathie, die mir entgegenschlägt, weil ich so ein netter Mann bin und diese Kröten trage, das sorgt dafür, dass Leute mich mögen, weil ich also lieb bin zu hässlichen Viechern. Mhm. Und das ganz uneigennützig. Und was ich davon habe, ist, dass mich Menschen dadurch netter finden. Und das ist ja auch der ganze Anreiz der ganzen Menschen, die interessieren sich ja auch nicht wirklich für die Kröten, sondern diese ganze Politik drumherum dient natürlich dem Zweck, dass alle besser dastehen nachher am Ende und die Kröten sind. Ich distanziere mich von diesem Zynismus. So, aber nee, ich es ist in Ordnung. Ich möchte dann aber auch meinen Teil des Kuchens abhaben. Ich will dann praktisch selber kommen. Und ich möchte das dann so, also ich möchte eine gewisse, diese Aufmerksamkeit auf meine Person, die soll dann schon auch. Sie hat schon vorgeschlagen, dass du im Rathaus von Saarbrücken, weil wahrscheinlich kannst du dich da ins Goldene Buch eintragen. Ja, oder so, das sowas, das daran sowas dachte ich. Schwebt dir vor. Und Deswegen wollen Schmidti und ich dir sagen, Klaas, wir wünschen dir alles Gute auf deiner Reise ins Saarland. Nein, ihr müsst mitkommen. Es geht wirklich nicht. Ich mache das nicht und wir stecken in einem Riesendilemma. Du musst mit, weil ich gehe sowieso zu dir nach Hause. Er ist ansonsten der Einzige, der die ansonsten Sprache kann. Fahre ich. Du bist der Einzige, der die Sprache kann. Du kannst mit den Leuten da reden. Und ansonsten fahre ich zu deinen Eltern und nehme Kinderfotos von der Wand und zeige die überall rum. So, und das heißt, du bist schon mal damit dabei. Und ich komme nur mit, wenn wir ins Staubsaugermuseum gehen. Das machen wir. Weil gibt es ein Staubsaugermuseum? Gibt es ein Staubsaugermuseum, ja. Wo ist das, Schmidti, nochmal? In Saarbrücken, glaube ich. Ich weiß, in Neunkirchen. Ja. Aber es gibt sogar noch eine Leona-Fabrik. Da könnten wir auch noch vorbei, weil unsere Kollegin Sophie, die hat Verwandtschaft im Saarland und denen gehört da ein großer. Sollen wir mal ohne Quatsch jetzt mal, ne? Wir haben ja jetzt viel Quatsch erzählt, weil das ist ja auch unser Beruf. Aber jetzt mal ein für alle Mal. Also. Erstmal an die Bürgermeisterin. Recht herzlichen Dank für Ihre persönliche Ansprache an mich. Und dass es Kröten gibt. Auch herzlichen Dank.
Eine Zwischenfrage. Dass sie ein Zuhause haben. Sagen, ich muss es ganz kurz einmal formulieren, damit ich rauskomme aus dieser Gag-Ecke, weil mir das teilweise leid tut. Ja, aber ich habe einen Einwand. Ich möchte Danke sagen für die Einladung. Ich folge ihr gerne. Gemeinsam mit meinen Freunden. Wir kommen bald, wenn es losgeht. Ich glaube, im April haben wir Zeit. Wenn bis dahin die Kröten noch nicht losgelegt haben, dann kommen wir oder so, ne? Wir kommen, ja. Ich frage mich, sie hat ja angeboten, sie spendet ja für jede Kröte, die da über die Straße getragen wird, wir auch. 1 Euro und für jeden Molch 2 Euro. Ja. Studio Bummens auch und wir auch und so, das machen wir alles. Ich frage mich nur, wenn man so 1 Euro, 2 Euro, das heißt ja, da wird ja erst ein Schuh draus, wenn du so 15 Eimer voller Kröten hast, damit das irgendwie. Ja, wie gesagt, deswegen legt Studio Bummens noch was drauf. Wir runden auf. Ich dachte, wir machen so 4 Kröten oder sowas und dann gehen wir Leona essen. Nee, wir können doch auf dem Weg dahin. Ich werde vorher, wir können ja auch ein bisschen. Kröten mitbringen. 100 im Kofferraum. Dressierte Kröten, die alleine rübergehen. Ich kann es irgendwie noch nicht glauben. Also, es ist natürlich immer eine Zeitfrage, das meine ich jetzt auch wirklich so. Es muss zusammenpassen mit dem Zeitpunkt, wann die Kröten Zeit haben, um die Straßenseite zu wechseln. Ob die Concorde fliegt und wir müssen eben auch Zeit haben dafür und ich muss die Gelegenheit haben, das medial für mich auszuschlachten. Diese Komponenten, dieses Dreieck, das muss stimmen und wenn ich das miteinander in ein gutes Verhältnis kriege, dass ich da praktisch also sympathiemäßig noch ein bisschen was abzapfen kann, ne? Ja, ist verständlich. Dann komme ich und helfe mit die Kröten. Muss ich meine Eltern vorwarnen? Fahren wir da? Da essen wir Mittag, aber das können wir nicht filmen. Nee, aber wir könnten so ein Nostalgie-Ding machen. Ihr könnt mal mit mir an der Bushaltestelle, an der ich früher immer abgekornert habe, da können wir nochmal abkornern. Zeigst du uns auch deinen Samurai-Wald? Kann ich auch, wir können nochmal Ninja spielen. Ja, ja, das ist auch gut. Wir spielen deine Kindheit nach. Ja, ist gut. Große Teile. Ja. Wir können auf dem Kreisel in Kirberg, dem Verkehrskreisel, können wir auch abhängen, ein bisschen auf den Boden spucken. Wenn wir es am Wochenende machen, können wir vielleicht den schlimmen Oktober nachspielen. Ja, das wollt ihr nicht, ne? Also, wir kommen da jetzt zu den Kröten, oder wie? Was denn? Wir gehen da zu den Kröten. Ja, sicher. Ja. Ja, die sollen uns Termine schicken, die Kröten, ne? Genau, irgendein Krötenvertreter. Ja. Dann müssen wir noch irgendwas aufrufen, muss das Saarland nochmal irgendwie. Klaas, kannst du nicht mal kurz einen Live-Trailer sprechen? Und Pfeife macht dann da Musik drunter. Ja. Aber so, was? Nee, so sinngemäß nur so, macht euch bereit, wir kommen, um die Kröten zu helfen. Das reicht das schon. Und dann kann Pfeife später sagen, der macht das dann. Liebes Saarland, liebe Amphibienfreunde, ihr habt lange gewartet auf diesen Tag. Es ist wieder soweit. Auch 2022 werden die Kröte die Straßenseite wechseln. Aber, und das wissen wir ganz genau, tun sie das dieses Mal nicht allein. Viele ehrenamtliche Helfer, angeführt von ihren 3 Lieblingslabertaschen von Baywatch Berlin, werden den Kröten, Molchen und sonstigen Amphibien und auch einzelnen Saarländern, die machen es für die Kröten, dabei helfen, die Straßenseite zu wechseln. Seien Sie mit dabei, wenn es am, hier bitte das aktuelle Datum, dann, wenn es ist, einsetzen. Heißt Krötenwanderung, jetzt aber richtig. Ausgesetzt, also warum noch darf ich ein Buch eintragen, wird Ehrenbürger, wird von der Politik gerade Nummer 1 vorne am Rathausplatz begrüßt, kriegt Leona umsonst und wird die ganze Zeit behandelt wie Robbie Williams persönlich. Wir werden es hart bereuen. Also ich habe schon ein bisschen Bock. Oh Mann, ey. Ich habe so das Gefühl, wir sind mit Baywatch so ein bisschen wie die Serie Lost, ne? Die Kultserie Lost. Die hat ganz viele Bälle so immer, also inhaltliche Bälle in die Luft geschmissen und hat sie dann aber nicht mehr aufgefangen. Wir werden besser da drin, das ist schon so. Nee. Wir werden besser mit so Sachen. Ist so. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen uns vorher mal ansatzweise absprechen. Wenn wir solche Aktionen, also wenn sowas im Raum steht, wir hätten das vorher klären können, dann sagen wir, wir machen diesen Aufruf für die Stadt Saarbrücken und dann freuen die sich, dass die Zulauf kriegen. Ey, Baywatch Berlin, es ist manchmal wirklich wie so ein Abend, wo man dann irgendwie sich so mitquatschen lässt manchmal, ne? Wo man dann noch in so
Man geht irgendwo hin, man trifft sich irgendwo zum Abendessen und so und am Ende steht man irgendwo in irgendeiner verpissten Scheißkneipe. Und verabredet sich noch für einen Urlaub, auf den man gar keine Lust hat, weil man nüchtern ist. Genau. Ja. Und steht dann da irgendwo morgens um 5 und denkt, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Was will ich denn hier? Warum bin ich denn so dumm und bin nachts um 2 noch mitgegangen in der Hoffnung, da passiert noch irgendwas Großartiges. So, und dann stehst du da und am Ende so einer Baywatch Berlin-Folge und denkst, ja, wie komme ich jetzt nach Hause? Ja. Busgeld auch weggesoffen? Was mache ich denn jetzt? Tja. Ich will euch noch auf eine kurze Marktlücke im TV-Markt aufmerksam machen, wo ich so ein bisschen mit dem Gedanken spiele, da reinzustoßen. Und zwar gibt es ja ganz viele Sendungen, in denen wird irgendwas gekocht. Ne? Richtig. Und Leute backen, Leute machen Pralinen, Leute braten, brutzeln und brodeln. Ne? Und dann muss ja dieses Essen gefressen werden, um zu gucken, wer hat am besten gebrutzelt. Ne? Ja. Und das hat ja jahrzehntelang, und das ist an sich schon witzig, finde ich, Rainer Kallmund gemacht. Ja. Und warum hat Rainer Kallmund das gemacht? Nicht etwa, weil er Fußballmanager ist, weil das hat er damit gar nichts zu tun, sondern weil er sehr dick war. Ja, weil ihm das auch schmeckt, weil er immer Hunger hat. Ja, aber er ist auch einfach sehr dick. Und in Deutschland, sag mal, wenn jemand was da weiß mit Essen, dann muss er der Dicke machen, dem das auch gut schmeckt. Ne? Ja. Jetzt hat aber Rainer Kallmund sein komplettes Leben geändert. Und ich glaube auch seinen Magen ein bisschen kleiner gemacht. Und er ist ganz dünn und ganz fit und ein richtiges Energiebündel. Aber er ist jetzt nicht mehr so ein Musterdicker, der jetzt so die Sachen fressen sollte. Ich habe letztens wirklich einen Film geguckt und dachte, Rainer Kallmund ist Schauspieler. Das ist mir aufgefallen, das war Stirb langsam. Er hat so eine Transformation durchgemacht, dass man wirklich denkt, es sei Bruce Willis. So, und jetzt habe ich überlegt, ich fresse ja gerne Sachen. Und wenn, also ich könnte in diese Fresslücke, die Rainer Kallmund jetzt übrig lässt, ne, durch, er empfiehlt nicht mehr diese, da würde ich jetzt gerne so reingehen. Achso, du willst ja so der Fernseh-TV-Essensmülleimer werden? Exakt, ja. Ich fress dann so, so Bistro-Baguettes. Weißt du, was ich auch gut finde? Dann sage ich, das hat aber den Knackfaktor und sowas. Ja, aber weißt du, was ich auch richtig gut finde? Schön knusprig. Stell mal vor, was ich auch eine witzige Show-Idee finde für eine Kochshow, dass man direkt in den Mund kocht. Nicht mal der kleinste Löffel? Nee, gar nichts. Auf der Zunge serviert. Gar nichts. Nee, aus der Pfanne oder aus dem Topf oder was, aus dem Wok oder so. Und dann wird das. Und dann sitzt du auf allen Vieren neben der Arbeitsplatte, wie ein Mülleimer eigentlich, ne? Machst den Mund auf und dann wird dir das Essen in den Mund gekocht. Und dann muss man auch, natürlich. Pervers. Nee, Moment. Man muss dann eine neue Art, weil, also, es ist ja immer so, guck mal, die Menschheit, die isst, seit es sie gibt, ne? Ewig schon. Und, Vermutung. Steile These. Ja. Und natürlich ist das ein Bereich, wo man denkt, da hat man auch in der kreativen Idee, wie man jetzt Essen nochmal anders serviert und es dann auch anders zubereiten muss, damit es in dieser Form des Servierens auch noch toller schmeckt, also neues Essenserlebnis ist. Also hat man ja schon fast alles ausprobiert. Aber direkt in den Mund zu kochen, habe ich noch nie gehört. Und dann muss man sich auch überlegen, wie bereite ich das Essen zu, dass man sich nicht ständig die Schnauze verbrennt? Das ist ja du meinst den Mund wie einen Topf. Nein. Nicht im Mund zubereiten. Da musst du ja selber 100 Grad heiß sein. Du legst dich auf den Rücken und der kocht dir der Salz da in den Mund rein. Ihr wollt, dass ich so einen Spanferkel mit einem Apfel im Maul da liege. Nein, das wird doch selber gegessen. Darum geht's doch gar nicht. Du reißt den Mund auf, soweit du kannst, und das frisch gekochte Essen kommt in deinen Mund rein. Gegossen. Reingeserviert, aber in so, und ohne Löffel oder sowas, sondern in einer Art und Weise, dass es dir auch nur so schmeckt, dass man also einen Grund hat, als Mundkoch-Restaurantkunde, sich auch so von mir aus erstmal so entwürdigend hinzusetzen, also genau wie Molekularküche oder so, da denkt man ja auch, muss das jetzt sein, ne? Mhm. Aber es ist halt irgendwie, es gab es noch nicht und man muss ja kreativ bleiben, ne, in Essen zu bringen. In den Mund kochen muss man sich als Sternekoch dann überlegen, wie mache ich es, dass das ein ganz besonderes Erlebnis ist, was man nirgendwo anders und auch in keiner anderen Zubereitungsform überhaupt bekommen kann, weil das so besonders schmeckt. Ich schwöre es dir, es dauert noch kein Jahr, bis es in Berlin ein Restaurant gibt, wo man sich auf den Tresen legt und der Koch salzt und würzt in deinen Mund. Ja. Ich bin nicht überzeugt. Ja, er ist am Craften, er macht eine Mouth Bowl.
Aber du hattest ja den Wunsch, dass du die, die Straßennamen von Berlin mal aufzählst beim RBB. Vielleicht findet sich auch ein anderer Sender. Weil ich ja gerne esse. Ich esse ja wirklich richtig gern. Ja. Das macht mich ja glücklich, so richtig lecker zu essen. Und ich glaube auch, dass ich unterscheiden kann, wer besser gekocht hat zum Beispiel. Aber besonders auch bei Kuchen. Ich liebe Kuchen auch richtig gern. Würdest du jetzt, aber ich finde es nur witzig, ehrlich gesagt. Also wenn du jetzt bei einer einzelnen Sendung bist, ne, dann finde ich, dann bist du so irgendwie so da so drin. Ja, also, dann bin ich so ein Lambi. Der ja, das würde ich, auch nicht gut finden. Ich finde es nur dann gut, wenn sich wirklich viele Senderübergreifend. Wenn sich Sender wirklich da mal zusammenschließen und sagen, der ist jetzt für all unsere Kochshows mal für 2 Wochen überall praktisch der es auffrisst. Ja, nee, 2 Jahre sollten schon sein. Aber ich möchte genauso, ich will dann so sagen können, ey Leute, einschalten 12.30 Uhr, fresse ich was im Mittagsmagazin vom Bayerischen Rundfunk. Dann heute Abend geht's weiter, 19 Uhr bei Galileo haben sie was gebrutzelt, da teste ich dann auch mal. Und dann geht's schwupps in die ARD, Laferlichter irgendwas, da fresse ich da 3 Kilo Butter. Laferlichter Lund. Ja, genau. Ich wette, das kriegen wir sogar noch mit dem Krötentag verwurstelt, dass dem Saarländischen Rundfunk da mal abends noch was... Das wäre gut, wenn ich vor Ort bin, dass ich das direkt dann mit... Abfrühstücke, ja. Ja, oder auch sonst irgendwie. Also ich fände es nur dann gut, wenn man wirklich weiß beim Fernsehen, eigentlich wie ein Promi-Experte, weißt du, wenn man jetzt... Ja, Essexperte. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Experte für irgendwas haben willst, gibt es immer Borwin Bandelow, ne? Ja. Ja, Borwin Bandelow, der ist Experte für alles. Mhm. Man könnte den Eindruck bekommen, er will bloß ins Fernsehen. Aber das ist so ein Experte, der sieht aus wie ein feiner Professor. Und ist Experte für alles. Ich will ihm nicht absprechen, dass er auch von allem Ahnung hat, aber ich habe den jetzt einfach, das ist mir aufgefallen, zu ganz vielen unterschiedlichen Themen habe ich den schon immer so gesehen. Kann ja sein. Also es gibt einfach Leute, die sind so vielseitig, nicht nur interessiert, sondern auch begabt und wissen einfach viel. Und ich bin ja froh, wenn einer irgendwie sagt, davon verstehe ich was, ich erzähle was im Fernsehen. Aber ist der wirklich so? Oder ist der Herr der Ringe-Fan? Aber er ist Experte für Expertisen, kann man auch sagen. Der ist Expertenexperte. Ja. Genau, also das heißt, wenn man unter Experte googelt, findet man erstmal ihn und er kann praktisch verschiedene Expertisen anbieten. Das wäre aber auch was für dich, ehrlich gesagt. Klar, aber dieses Feld ist noch besetzt. Ich finde es gut daran, dass er ein Universalexperte ist und der eigentlich mir oftmals in Nachrichtensendungen oder in seriösen der hat auch wir haben auch schon mal da aufmerksam geworden, da war, glaube ich, Paar-Experte oder sowas bei Joko und mir. Ja. Der aber zu allen Themen hat er auch noch was zu melden. Und so wäre das eigentlich in diesem Universalgelehrtentum, müsstest du eigentlich auch praktisch der Esser und der Beurteiler von allen Essen, die im Fernsehen gekocht werden. Dann finde ich es wieder gut, weil dann bist du echt was Besonderes. Ich arbeite mich Löffel für Löffel vor. Da müssen jetzt einfach auch mal die Leute mal einen Telefonhörer in die Hand nehmen und mal sagen, ich rufe jetzt mal bei der verhassten Konkurrenz-Talkshow an und sagt, wollen wir uns den Lund nicht teilen? Ja. Ja. Der kommt zu euch. Lund-Sharing. Nein, Lund-Sharing, die müssen sich ja auch so eine Art Ernährungsplan für dich machen, weil das bringt ja nichts. Weißt du, die müssen auch sagen, wenigstens 3 Stunden zwischen den Aufzeichnungen Zeit ist, wenn du dann wirklich vollgefressen bist. Weil Hunger ist immer noch der beste Koch. Ne? Also ich muss da schon hungrig auftauchen. Ja, das ist aber auch bei den schlechtesten Sendungen, musst du am meisten Zeit dazwischen haben. Als du zum RBB gefahren bist, ne, bist du ja erstmal falsch abgebogen und bist zu unserem RBB gefahren. Ja. Ne? Also da haben wir ja das ja irgendwie so... Ja, wie verhinderst du, dass wir dir nicht eine Kochshow auf die Beine stellen? Hier, der Melzer und der Hensler, die kochen dir was. Wir sitzen hinter den Kulissen, gucken uns das an, was du da isst, was wir vielleicht zubereitet haben. Vorher hat der Schmitti da Popel reingeschmiert. Kann sein. Wie verhinderst du das? Kann ich nicht verhindern. Die Angst wird nämlich immer mitessen. Ja, das stimmt, ja. Das ist die Hölle, die dir selbst geschafft hat. Die Angst ist mein Mitesser. Jetzt haben wir auch einen guten Folgentitel. Ja. Gut. Jo, Mama, sag zu, oder? Was denn, sag zu? Ja, danke. Ja, so. Was, wenn ich noch eine halbe Stunde was sagen will? Was dann? Wir können es ja machen. Kannst du machen, ne? Wir würden. Was müsst ihr denn jetzt Tolles machen? Weil ich bin der Einzige, der immer fragt, was war denn noch mit Krötentag? Hatten wir nicht sowas schon mal? Nee, den Schildkrötentag. Ja! Ja. Beim Parkrestaurant Spindelmann. In Essen, alten Essen. In Essen, alten Essen. Ja. Da gab es doch den großen Schildkröten. Weißt du, was der größte Witz? Wir haben damals Neo Paris, haben wirklich wochenlang den großen Schildkrötentag in Essen, alten Essen im Parkrestaurant Spindelmann gehypt. Ne? Ja. Und der größte Witz war, und das zeigt, wie unprofessionell wir damals waren und es natürlich bis heute unverändert sind. Wir sind nämlich gleich geblieben. Ne? Ja. Das Ereignis ist ungefähr in der letzten Folge, in der Vorbereitung der letzten Folge dieser Staffel ist aufgefallen, dass das ganze Ereignis, was wir jetzt 27 Folgen gepusht und gehypt haben, in die Sommerpause fällt. Und dann ist aufgefallen, dass die feinen Herrschaften da schon längst, was weiß ich, Malediven, Seychellen oder auf Ibiza sind
und Joko und Klaas gar nicht dahin fahren können, während wir aber hunderte Millionen Fans aufgepeitscht haben über Wochen, dass man da hingeht. Was ja auch witzig war und Spaß war. Also wir haben aber nicht geguckt, wann ist das eigentlich, wo wir die Leute aufpeitschen. Wir haben das Datum, wurde ja immer von euch gelesen, aber es wurde nicht verstanden, sondern nicht abgeheftet im inneren Kalender. Ja. Also, was nun? Jetzt ist mitten in dieser Sommerpause der große Schildkrötentag. Ist Gott sei Dank hat sich Olli Schulz erbarmt. Ne? Ja, und dass wir da nichts gelernt haben, merkt man daran, das haben wir auch schon moniert, dass wir nachts um 2:30 noch ein Riesenfeuerwerk zünden. Ja, ja, das ist alles. Es ist exakt dasselbe. Es ist so. Aber jetzt ist irgendwann, also Krötentag. Dumm, aber schlau. Genau, aber das Schöne war, Sven Rüdiger Gewalt kam ja dabei raus, unsere Schildkröte, ne? Ja. Die wie so Spider-Man an der Decke laufen konnte. Ja. Hm. Ja, war schön. Also. Danke, Ende. Nee, Moment, warte doch jetzt mal. Jetzt sei nicht immer hier sei nicht so feierabendig drauf. Ich habe auch jetzt Mittagshunger. Ist aber erst 12. Naja. Ja, vergiss es. Ich möchte jetzt wissen, und das ist ein Service, den ich hier immer noch mache, damit man Einblick hat in euren Tag und in euer Leben. Boah. Nicht einfach nur das, was ihr erzählen wollt. Ich will wissen, was konkret macht ihr jetzt? Wie geht der Tag weiter? Also, ich treffe mich jetzt gleich mit Kunsti und mit Tobi Baukage von Studio Bummens und wir reden über Sachen. Könnt ihr da auch besprechen, wie viel Kohle ihr für die Kröten dann noch locker macht? Ja, das leider ist da noch was raus. Und danach haben wir ein großes Update-Meeting über etwaige Gäste für die nächste Staffel von Wer stiehlt mir die Show? Mhm. Okay. Das klingt jetzt so harmlos, aber wird in. Das ist eine Schreierei. In Schreierei. Da gibt es immer einer blutet mindestens. Ja. Wenn es vorbei ist, gibt es zwei blaue Augen und einem fehlt ein Zahn. Ja. Aber man hat neue Gäste. Ja. Irgendwann dann, ne? Meistens schon. Okay, gut. Was machst du, Klausi? Ja, werde ich erstmal. Wollen wir was essen gehen um 1 dann oder wie? Um 1 dann erst. Ja, ich muss heute Nachmittag los. Ich habe noch außerhäusige Termine. ich habe noch Kundenbesuche und so weiter. Ich habe noch viel Außendienst mit Arbeit heute. Ja. Noch viel, also, ne, wenn man in der Firma anruft, heißt der Chef ist außer Haus. Ja, der kommt erst heute Abend wieder rein. Der Herr Direktor ist. Der Herr Direktor, genau. Und ich bin dann. Heute Abend habe Konstantin, deinen Vater habe ich schon genervt, 3 Wochen lang, dass der mit mir Sport machen soll. Heute ist er reif. Ich gehe heute ins Kino. Welchen Film? Erstmal seit 2 Jahren Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Ah, okay. Ja. Ah, sehr gut. Ja. Na, das macht dir Spaß, ne? Das macht mir Spaß, hoffe ich. Also ich erwarte nicht weniger als meinen neuen Lieblingsfilm. Oh. Ich werde berichten. Na gut, okay, dann will ich dich jetzt mal loslassen, ne? Aber es ist schon ein Ding, dass du hier in die Nachmittagsvorstellung gehst, während alle anderen arbeiten. Aber gut, okay. Also Leute, alles Liebe, alles Gute, danke, Ende, tschüss. Halt, stopp, mal kurz. Ich nochmal eben. Ich wollte nur sagen, also ich finde Murmelpromis eigentlich echt eine gute Sendung. Kann man auch mal gucken und es wird Light Entertainment oder so. Ne? Ja, klar, aber das Moment, warte eben bitte, warte ganz kurz bitte, warte bitte. Und auch Dschungelcamp, wer weiß, was da noch passiert. Was kann soll ja, das? Kann ja auch lustig was sein. Was soll das? Man kann, warte doch mal ganz kurz bitte eben. Ich will das eben einmal zu Ende formulieren. Der Podcast ist vorbei. Das jetzt nee, so, ja. Was kommen jetzt hier noch deine TV-Tipps im Wochenende? Warte doch, jetzt lass mich doch mal bitte reden, das dauert alles sonst ewig. Dschungelcamp weiß man nicht, was passiert. Es ist ja live. Es kann also immer sein, dass praktisch die nächste tolle Entertainment-Überraschung hinter der nächsten Kokosnuss wartet. Also, am Dienstag kommt, wer steht mir die Show? Was redest du denn hier? Ja, das kann man ja auch bei RTL Plus sonst gucken. Und ansonsten gibt es auch in der Daytime gibt es auch viele Sachen, zum Beispiel, wenn man sich für Kriminalfälle interessiert, gibt es also so Dokumentation, wo einer kriminell geworden ist und dann kommt die Polizei und fängt den ein. Also wie Tatort praktisch, es läuft nur nachmittags bei RTL, kann man sich auch mal angucken, wollte ich nur sagen. Warum wolltest du das? Ich habe von RTL, die haben mir per Post 30 Euro geschickt. Und irgendwie habe ich mich verpflichtet gefühlt, dass ich für mein Geld jetzt auch was mache. Die haben also von RTL selber, die haben mir 30 Euro Bargeld geschenkt. Und dafür wollte ich mich also bedanken, indem ich meine ehrliche Meinung sage. Klaas, ist dir mal in den Sinn gekommen, dass RTL das geschickt hat, damit Lund und ich über irgendwie Trash-Format reden? Aber dafür ist es zu wenig, weil das kostet 37 Euro. Und die haben jetzt 30 Euro geschickt. Und ich dachte, bevor ich jetzt gar nichts mit dem Geld mache und irgendwie das nehme und mich fühle wie ein Betrüger, mache ich wenigstens ein bisschen selber was. Du bist ein Betrüger, das Geld war für uns. Die kleinste Charge, die man für Trash-TV kaufen kann, ist 37 Euro. Wenn die das bei RTL nicht wissen, tut es mir leid. Aber die haben jetzt 30 Euro geschickt und dafür habe ich jetzt ein bisschen was gesagt und fertig. So, und das wollte ich auch nur durchgeben. Das gibt's halt für 30 Euro hier. Fertig. Danke, Ende.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.